Ja, wunderschönen guten Tag, liebe Trading-Freunde, da Hause sag ich schon, zu Hause am Bildschirm. Dies ist jetzt eine Aufzeichnung unseres heutigen Live-Workshops. Hier geht es heute um den Money Collector 2.0, um die neue Version. Und im Endeffekt habe ich gerade mal ganz kurz eben die Tabelle erklärt, mit der man halt die Progressionsstufen ausrechnen kann. Ganz kurz verallgemein nochmal hier die Startsumme dementsprechend, in dem Fall 5 Euro, mit der man beginnen möchte. Hier den geplanten Gewinn ab der zweiten Stufe. Ja, das kann man halt dementsprechend auch eintragen. Hier die Ausschüttung in Prozent, das ist ganz wichtig bei binären Optionen. Und die Rückvergütung, das kann man auch noch mit einkalkulieren lassen. Ja, hier haben wir zum Beispiel 1% Rückvergütung. In dem Sinne, früher waren es mal 5%. Und da war das natürlich noch ein bisschen interessanter. Aber hier, weil das verändert natürlich dann die Gewinne maßgeblich, ja, nicht dementsprechend pro Trade, aber aufs ganze Jahr gesehen, wenn man das jetzt mal ausrechnet aufs ganze Jahr, dann macht das schon Sinn, natürlich das mit einzukalkulieren als Gewinn oder in die Gewinnzone mit rein. Das soweit dazu. Diese Tabelle packe ich nach dem Workshop in unsere Trading Facebook-Gruppe rein und dann kann jeder dementsprechend sich diese downloaden. Gut, dann kommen wir auch gleichzeitig zu den Template, was ich ja auch eingestellt habe in der Facebook-Gruppe. Und da haben wir einmal den Stochastik-Indikator mit den Einstellungen 5, 3, 3. Ich kann es auch noch mal eben zeigen. So, Einstellung 5, 3, 3 Parameter. High, Low und auf Simple habe ich den hier stehen. Okay, den lassen wir auch so. Und dann habe ich einmal das Bollinger Band. Standardeinstellung, glaube ich, 20. Abweichung 2 und auf Close. Und dann habe ich jetzt hier einen interessanten Indikator, das ist der Bartrend-Indikator, hat aber im Endeffekt die Ähnlichkeit mit den Heiken-Ashi-Indikatoren. Und ich finde den halt so ein bisschen interessanter. Man kann aber auch den Heiken-Ashi-Indikator hinzufügen. Ja, ich kann das mal eben spaßhalber machen. Achtet mal bitte auf diese Formation hier und dann werdet ihr sehen, dass dementsprechend der Heiken-Ashi identisch läuft. Jetzt muss ich den mal hinzufügen. Nee, das war mal da oben. Da haben wir noch. Zack. Und jetzt gucken wir mal. Bitte, wie gesagt, hier drauf achten. Und zack, jetzt ist er da drin. Und da seht ihr, es ist im Endeffekt die gleiche Darstellung. Ja? Wenn ich die jetzt lösche, wir sehen hier eine weiße Kerze, jetzt lösche ich den Heiken Ashi mal eben, dann sehen wir hier eine grüne Kerze bei dem Bartrend-Indikator. Ja? Also es ist im Endeffekt die gleiche Kiste. Nur ich finde ihn halt so ein bisschen interessanter, das andere ist mir ein bisschen zu grell. Ist aber Geschmackssache dementsprechend. Ja, was zeigt uns dieser Indikator an? Ihr kennt ja dementsprechend alle quasi den Heiken-Ashi-Indikator. Wenn nicht, kann ich mal ganz kurz mal was dazu sagen. Wenn ich jetzt den mal ausblenden würde, dann sieht man den ganz normalen Chart. Und das ist meines Erachtens ein bisschen sehr durcheinander. Und der ein oder andere Einsteiger hätte vielleicht Probleme, da jetzt dementsprechend das passende Signal zu finden. Und deswegen habe ich das auch als Template abgespeichert und so sehe ich dann dementsprechend ganz klar hier eine Long-Bewegung, auch wenn es mal zwischendurch Korrekturen, kleinere Korrekturen gibt, aber schön durchweg eine Long-Bewegung und hier dementsprechend schön, fast schön durchweg eine Short-Bewegung und hier wieder eine Long-Bewegung dementsprechend mit einer kleinen Korrektur und dann wieder Long. Also man sieht es quasi optisch ein bisschen deutlicher alles. Ja? So, jetzt zur Money-Collector-Strategie. Die ursprüngliche Money-Collector-Strategie fand normalerweise im 15-Minuten-Chart statt. Das heißt, wir hatten einen Ausbruch im 15-Minuten-Chart und dann hatten wir noch einen RSI-Indikator, dann hatten wir noch einen Dynamic-Zone-RSI-Indikator drin, dann noch einen weiteren Indikator. Ich glaube auch wie heißt der noch? Ein FTM war das, glaube ich, mit den Punkten der. Und das habe ich alles rausgekickt, weil ich gesagt habe, okay, im Prinzip, man braucht es eigentlich gar nicht, weil mit dieser Version habe ich das jetzt auf dem 1-Minuten-Chart runtergescalpt und mache jetzt dementsprechend keine 15-Minuten-Option, sondern 2-Minuten-Option. Und hier haben wir eigentlich das sehr schöne, ein sehr schönes Beispiel, wie man das Ganze nutzen kann. Und zwar sehen wir hier einen Ausbruch aus dem Bollinger Band. Ich muss mal eben was machen, dass ich auch weiter. So, wir sehen jetzt hier einen Ausbruch, also eine trendfortsetzende Phase im 1-Minuten-Chart. Worauf man noch achten muss, kommen wir gleich. Nur einfach mal die Situation dementsprechend. Wir sehen hier einen Hochpunkt und wir sehen hier, dass er hier rausbricht und hier die größere Korrektur. Jetzt sehen wir hier eine Korrektur an der Mittellinie. Hier bricht er allerdings raus
und Stochastik auch stark im überverkauften Bereich. Das ist natürlich immer dann am interessantesten, wenn er sehr, sehr lange gelaufen ist, runtergelaufen ist. Also wird irgendwann auch die Situation kommen, wo die Trader, die hier alle short sind, auch mal wieder rausgehen aus dem Markt. Und wenn Short-Positionen geschlossen werden, ist es ganz klar, als wenn eine Long-Position eröffnet wird und dann geht es in die Korrekturphase rein. Das ist die Grundidee dahinter. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel, hier bricht er raus, hier macht er, wenn ich mir den normalen Chart jetzt mal angucke, ein Doji zum Beispiel, was ja eigentlich eine Umkehrkerze darstellt. Hier dementsprechend bricht er auch nochmal nach oben raus. Jetzt könnte man denken, okay, jetzt versuche ich hier eine 2-Minuten-Option long zu gehen. Dann hätte ich natürlich hier komplett versagt. Und mit dem Bartrend-Indikator sieht das folgendermaßen aus, da wäre ich hier noch nicht mal ansatzweise long gegangen. Ja, sondern hätte jetzt hier erstmal abgewartet, was passiert jetzt überhaupt. Hier haben wir dann im Bartrend-Indikator einen sogenannten Doji, das heißt, das ist eine Umkehrkerze dementsprechend. Inwiefern man die jetzt regelmäßig für voll nehmen kann, kann ich jetzt nicht garantieren, sage ich ganz ehrlich. Darauf achte ich aber auch weniger, sondern ich achte eher darauf, dass ich eine schöne, klare Abwärtsbewegung habe, aus dem Bollinger Band raus zum Beispiel. Long ist es umgekehrt, aber hier ist es jetzt abwärts gerichtet. Und dann warte ich darauf ab, okay, habe ich jetzt hier eine grüne Kerze? Jawohl, habe ich. Und dann, anfangs habe ich es so gemacht, dass ich dann direkt mit dem Beginn der nächsten grünen Kerze reingegangen bin, mit einer 2-Minuten-Option. Das ist natürlich ein schönes Paradebeispiel, wie es funktionieren kann. Hier haben wir das dann dementsprechend, hier wären wir dann reingegangen, direkt mit der nächsten Kerze. Ja, ich mache das nochmal eben. Hier haben wir die erste grüne Kerze und direkt zu Beginn der nächsten grünen Kerze, zack, da gehe ich dann rein mit einer 2-Minuten-Option und das hätte hier dann dementsprechend auch sehr schön funktioniert. Das ist natürlich jetzt ein Musterbeispiel, dass es funktioniert. Es funktioniert aber nicht immer und deswegen werden wir uns gleich auch mal Charts anschauen, wo es nicht direkt funktioniert hat und warum man da auch dementsprechend progressieren muss und wie man da progressiert. Ja, jeder denkt natürlich bei einer Progression, wenn das einmal nicht klappt, dann gehe ich sofort mit der nächsten Kerze mit einer zweiten Option rein. Das ist hier nicht der Fall und das ist der Grund, warum diese Money Collector Strategie eigentlich so vielversprechend ist, weil man jetzt nicht wie vielleicht beim Wall Street Trick, den man vielleicht früher schon mal gehört hat, am Ende des Bollinger Bandes so lange progressiert, dementsprechend also entgegengesetzt progressiert, bis man halt dementsprechend im Gewinn ist. Das macht man hier nicht. Hier ist es ein bisschen vorsichtiger und deswegen gebe ich den Ganzen auch, und der eine oder andere von euch kann es auch bestätigen, den Ganzen auch wesentlich mehr Potenzial, auch wenn es eine progressive Strategie ist. Das soweit dazu. Das schönste Signal ist eigentlich das Signal hier. Warum? Also ist jetzt nicht so ein perfektes Signal, aber im Endeffekt, wir haben einen Hochpunkt, eine Korrektur. Er testet, oder idealerweise, im Idealfall testet er das Tief nochmal an. Das Tief ist ja eigentlich hier unten. Ja, dass, wenn er das hier runter geht, das Tief nochmal antestet, kein neues Tief aufbaut. Ja, und dann dementsprechend, idealerweise ist es so wie hier, ein Ausbruch, ein Pullback, also eine, quasi eine Korrektur bis zum Ausbruchspunkt, nahezu des Ausbruchspunkts. Und hier ist es so, geht hoch, runter und hat hier eine 1, 2, 3 Long-Formation. Das heißt, wenn er das Tief antestet und wir sehen, okay, er macht nachhaltig kein neues Tief und dann entsteht eine grüne Kerze so wie hier, dann würde ich mit der nächsten grünen Kerze long gehen. Das heißt, hier haben wir eine starke Aufwärtsbewegung, eine starke Kerze mit viel Momentum. Die nächste Kerze würden wir dann zack long reingehen für 2 Minuten und zack, hier hätte es geklappt. Sogar ein direkter Gewinn. Ja? War das soweit verständlich? Im Prinzip ist es ganz einfach. Wir werden gleich noch weitere Beispiele nehmen, aber nur mal, um zu wissen, ob ich da jetzt auf dem richtigen Weg bin, um das alle verständlich beizubringen, was ich meine, ist das soweit verständlich bis jetzt? Jawohl. Christina schreibt ja. Colin schreibt auch ja. Super, wunderbar. Gut, dann weiß ich schon mal, dass ich da auf dem richtigen Weg bin. Denn das ist im Endeffekt die gleiche Kiste. Hier geht er zum Beispiel hoch, hier testet er dieses Hoch an. Das heißt, ich hätte jetzt in dieser Folge von quasi hier angefangen bis hier, hätte ich die Möglichkeit, ein Trade zu machen, sogar hier noch zwei, ein Trade, zwei Trades, drei Trades und vier Trades dementsprechend zu machen. Ja? Wie man hier vorgeht, erkläre ich auch und ich hoffe, dass wir gleich auch dementsprechend Live-Beispiele haben, wo ich dann live auch mit dem Echtgeldkonto, wie gesagt, das ist kein Demokonto, das ist ein Echtgeldkonto, mit dem Geld von 99 Banane, was ich ja wieder zurückerstattet bekommen habe, dass wir dort ein paar Trades finden werden. Wie gesagt, hier gehe ich dann, würde ich dann reingehen dementsprechend mit Beginn dieser Kerze. Hier hätte es auch auf Anhieb geklappt. Besprechen wir einfach erstmal den Trendverlauf, wie ich da einsteigen würde.
Und dann nehmen wir gleich mal Beispiele, wo es nicht geklappt hat, nicht auf Anhieb geklappt hat. So, dann heißt, hier hätte ich dann gewonnen. Bitte nicht den Fehler machen und sofort dann, wenn ihr gewonnen habt, okay, das ist ja eine Trendgeschichte, also versuche ich hier nochmal long zu gehen. Das bitte nicht, ja. Ist in dem Fall hier eine sehr schöne Möglichkeit, aber da ich nicht weiß, wie weit der Kurs läuft. Und bei binären Optionen ist es so, wenn ich einen Trade verliere, dann muss ich halt dementsprechend progressieren oder halt, wenn ich nicht progressiere, mindestens 1,5 binäre Option-Trades gewinnen. Ja, und beim Forex-Handel sieht das ein bisschen anders aus, da kann ich dementsprechend meinen Stopp anpassen, um mein Risiko zu minimieren. Aber darum soll es jetzt nicht gehen, ob binäre Optionen Sinn machen oder eher Forex Sinn macht. Darum soll es in diesem Workshop einfach nicht gehen. Nur mal, um diese Kritiker dementsprechend jetzt auch mal zu beruhigen, wenn wir welche hier drin haben sollten. Darum geht es jetzt bei diesem Workshop einfach nicht. Vom Einstieg her würde ich dann, wie gesagt, wenn ich hier gewonnen habe, erstmal abwarten, was macht der Markt. Das heißt, hier geht nochmal runter und wir sehen hier auch einen Ausbruchspunkt von dieser Kerze und ein Pullback bis zu dieser Kerze. Das heißt, er testet das Ganze nochmal an. Ja, versucht hier nochmal runterzukommen, schafft es allerdings nicht. Und hier haben wir auch dementsprechend, na, kriege ich jetzt einen Fadenkreuz, so. Hier haben wir auch dementsprechend einen Tiefpunkt und da an diesem Tiefpunkt dieser Kerze hat er dann dementsprechend quasi einen Support gefunden. Dann haben wir jetzt hier eine grüne Kerze. Und dann können wir natürlich sagen, okay, jetzt haben wir hier eine grüne Kerze. Ich mache es mittlerweile schon so, dass ich sage, okay, ich gehe hier, wenn er hier über das Bollingbrett nochmal erneut rausgeht, würde ich schon long mich positionieren. Für den einen oder anderen, der noch nicht so viel Erfahrung mit dieser Strategie hat, da würde ich ganz klar sagen, okay, wartet ab, bis diese Kerzenformation ausgeformt ist, zu Ende ist dementsprechend und mit der nächsten Kerze rein. Denn was passieren kann, ist Folgendes, dass er nochmal hochgeht. Wir haben da eine grüne Kerze und denken, okay, ist ein Long-Signal, also gehen wir jetzt long. Und dann innerhalb dieser Kerzenbewegung kann es auch sein, dass er sich dann wieder dreht und dann hier wieder eine rote Kerze geht. Deswegen erst einmal dementsprechend die Kerze bestätigen lassen. Der Viewer 35, der hat, glaube ich, Probleme. Ich schreibe dann hier nochmal eben rein. Bitte erste Schritte beachten. Wo haben wir das Bild? Ja, das stört jetzt hier natürlich ein bisschen. Das heißt, ich mache es mal umgekehrt. Mache das mal so, dass wir dann diesen Verlauf nochmal sehen können. Und dann kann der Viewer 35 dann dementsprechend das Ganze mal eben noch machen. So, ich schätze mal, dass es deswegen ist, dass er immer raus und rein geht. Okay, wie gesagt, da warten wir die. Ja, super. So, da warten wir die grüne Kerze ab dementsprechend und hier würden wir uns long positionieren mit einer 2-Minuten-Option. So, wenn das jetzt so läuft, wie es hier aussieht, ja, das sind ja alles grüne Kerzen, also alles Long-Kerzen, kann es natürlich sein, dass innerhalb dieser Phase auch eine Korrektur entsteht und ihr diese Option trotzdem verliert. Ja, weil es hier nur Long-Kerzen angezeigt werden, aber keine Korrekturen zeigt dieser Indikator dementsprechend nicht mit an. Ja, aber die Trendrichtung ist halt Long. Wenn ihr dann eine grüne Kerze habt, dann könnt ihr natürlich, und dann würde ich auch dann dementsprechend, wenn ihr progressiv handelt, auch sofort nachlegen. Ja, keine Frage mit einer 2-Minuten-Option. Habt ihr aber eine rote Kerze zwischendurch, wenn die Situation aussieht so wie hier. Das heißt, ihr seid jetzt hier zum Beispiel ein bisschen später reingegangen und habt jetzt hier den Verlusttrade hingenommen und ihr seht, okay, das ist eine rote Kerze. Dann nicht sofort progressieren, sondern erstmal warten, was macht der Kurs und erstmal warten, bis die nächste grüne Kerze kommt. Ja, und dann erneut nochmal versuchen. Dann ist das Potenzial wesentlich höher, dass ihr dann nicht so hoch, nicht so häufig progressieren müsst. Ja, bei dieser Strategie. Das ist der springende Punkt. Ja, nicht so, wie es der ein oder andere vielleicht glaubt, okay, jetzt habe ich verloren, tschack, jetzt muss ich ganz so schnell wie möglich wieder in den Markt rein, weil der Kurs könnte ja nochmal drehen. Kann natürlich passieren, klar, keine Frage, aber auch wenn es eine Zockerstrategie ist, brauchen wir uns nichts vormachen. Das hat nichts mit professionellem Handel zu tun hier. Das ist rein Zocken hier, was wir hier machen mit binären Optionen, keine Frage. Aber auch hier kann man das dementsprechend relativ kontrolliert machen alles. Warum? Ich hoffe, dass ich gleich nochmal ein Beispiel raussuche. Ich glaube, ich habe einige Fotografien gestern gemacht, wo man da halt richtig auf die Nase gefallen wäre, wenn man da sofort nachgelegt hätte. Also da hätte ich hier in der Long-Position eingegangen. Wir schauen uns auch mal die Candlesticks an. Das heißt, hier oben wären wir drin gewesen, 2 Minuten technisch. Auch wenn er jetzt hier die 3. Minute korrigiert, auch wenn wir mittendrin sind. Zu Beginn der Kerze, sofort so schnell wie möglich, zack, dann da rein. Ja, dann gehen wir da long dementsprechend. Und dann hat er das hier auch ohne Probleme funktioniert, mit einem direkten Gewinn sogar. So, und dann macht er nochmal eine Korrektur. Das sehen wir natürlich nur in den normalen Candlesticks. Mit dem Bartrend-Indikator sehen wir das natürlich nicht gut. Wir sehen natürlich, dass der Kurs runtergeht, aber wir sehen hier farblich gesehen keine Korrektur. Wir warten also noch.
Hier bricht er zum Beispiel raus und irgendwann muss er auch hier korrigieren, weil Trading psychologisch gesehen oder marktpsychologisch gesehen ist es halt so, dass irgendwann auch der Zeitpunkt kommt, wo diese Käufer, die hier gekauft haben, auch rausgehen aus dem Markt. Und wenn Long-Positionen geschlossen werden, gibt es in der Regel dann fallende Kurse. Und das ist in der Regel auch in diesen Hochpunkten oder an diesen Unterstützungen und Widerständen. Deswegen schaue ich mir auch gerne den 5-Minuten-Chart dann dementsprechend mit dazu an. Und wenn da ganz deutlich sind, wie hier zum Beispiel eine starke Unterstützung, wenn er da nochmal hingehen würde und dann anfängt zu drehen, dann könnte man sagen, okay, da könnte man es dann probieren. Deswegen achte ich da auf den 5-Minuten-Chart auch gerne nochmal zusätzlich mit da drauf. Da kommen wir aber gleich im Live-Trading noch weiter hinzu. Das heißt, ich würde jetzt hier warten, dementsprechend auch hier. Das sind natürlich sehr schöne Bilderbuchbeispiele, wo es dann sehr gut funktioniert hat. Hier warten wir auch dementsprechend ab, bis wir eine rote Kerze haben. So, die haben wir hier. Und mit Beginn der nächsten roten Kerze gehen wir sofort rein in den Markt. Das wäre diese Kerze. Das heißt, hier wären wir short. Und zack, 2 Minuten hätte auch hier funktioniert, direkt sogar. Ja? Und manchmal mache ich es aber auch so, dass ich wirklich wie hier unten auf einen Ausbruch abwarte. Ja? Zum Beispiel über der Kerze, das heißt, dann bin ich auch mitten in der Kerze drin. Und deswegen kam auch dementsprechend mal vor, dass ich gestern einen Vierer hatte, wo ich dann wiederholen musste, weil ich immer mitten in der Kerze drin war, weil ich da einfach auf Nummer sicher gehen wollte. Aber im Endeffekt, im Nachhinein betrachtet, ist es wirklich so, einfach zu Beginn der nächsten Kerze dann rein in den Markt. Man muss es dann auch einfach riskieren, das ist einfach so. Und wie man dann halt in Phasen, wo es nicht funktioniert, reagiert, das zeige ich euch dann gleich dementsprechend. Aber wie gesagt, hier die rote Kerze abgewartet, hier die nächste, mit Beginn der nächsten roten Kerze, zack, sofort rein und dann hätte es hier auch funktioniert. So, dann warten wir diesen ganzen Kursverlauf ab. Wir gehen also nicht nochmal short, nochmal short, nochmal short. Das können wir mit Forex machen, aber mit binären Optionen wäre ich da dementsprechend vorsichtig. Ja, es gibt ja nicht nur diesen Chart, man hat ja, wie man sieht es ja hier, hat man ja viele Charts. Ich habe noch einen weiteren dementsprechend. Hier noch einen weiteren. Da kommen wir gleich noch zu. Also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, wo man auch nur auf diese Umkehrsignale dann dementsprechend warten kann. So, das heißt, hier haben wir auch dementsprechend, sind wir aus dem Bollinger Band raus. Er hatte also dieses Tief hier quasi nochmal angetestet, hat es nicht geschafft zu durchbrechen, also Markttechnik dementsprechend. Und jetzt kommt hier diese große, schöne, grüne Kerze. Und die schauen wir uns auch mal an. Das ist hier dementsprechend, das heißt, mit der nächsten grünen Kerze wäre ich drin. Da wäre es knapp gewesen, da hätte es nicht direkt funktioniert. Ja? Hätte man sich aber vorher auch denken können. Also jeder, der ein bisschen Ahnung von der technischen Analyse hat, weiß haargenau, am Ende des Bollinger Bandes kann es in dieser Pufferzone hier dementsprechend, in der etwas größeren Pufferzone, kann es natürlich auch zu einer Korrektur kommen. Das ist hier auch gewesen. Sehr häufig ist es so, wenn er vom Ende des Bollinger Bandes zur Mittellinie kommt, dass er dann nochmal anfängt zu korrigieren. Das heißt, man hätte jetzt hier, wenn man so ein bisschen erfahren schon ist, dementsprechend abwarten können, bis er dann hier oben rausbricht zum Beispiel. Ja, das mache ich dann auch gerne mal. Aber für den Einsteiger, der wäre dann hier reingegangen, nach der Beschreibung, wie ich es jetzt gemacht hätte, hätte jetzt den ersten verloren. Und jetzt schauen wir uns einfach mal den weiteren Verlauf an. Mit dem Verlauf haben wir noch immer noch grüne Kerzen. Dann hätte ich hier natürlich nachgelegt und dann hätte es jetzt hier geklappt. Wenn ich jetzt hier eine rote Kerze, bestätigte rote Kerze, mit bestätigte rote Kerze meine ich Folgendes, dass hier die Kerze abgeschlossen ist und die dann rot ist, wie hier zum Beispiel. Ja? Wenn das jetzt hier so wäre, dann wäre ich hier dementsprechend, also hier wäre ich short gegangen und, Entschuldigung, zum Beispiel long gegangen, sage ich jetzt mal so, nur mal ein blödes Beispiel zu nennen. Und hier die Kerze ist short geendet, hier hätte ich verloren, dann dementsprechend, okay, ich habe keine bestätigte grüne Kerze zu dem Zeitpunkt, weil das sehe ich ja hier noch nicht, die ist ja noch nicht ausgeformt, also warte ich dann dementsprechend erstmal noch, ja, und so wäre das hier auch. Hier haben wir aber eine grüne Kerze, also legen wir auch nach, dementsprechend, ja. Und das ist dann der springende Punkt dabei, mit dieser Progression. Wenn es dann geklappt hat, und das hätte hier auch dementsprechend geklappt, dann hätte ich dann erstmal abgewartet. Hier sind wir am Ende des Bollinger Bandes, hier haben wir dann dementsprechend auch quasi einen Widerstand dementsprechend, der unterhalb geschlossen hat. Hier die erste rote Kerze. Hier hätte man es dann dementsprechend nochmal probieren können mit Short. Hier hätte es dann logischerweise nicht geklappt jetzt, weil er hochgegangen ist dann dementsprechend. Also warte ich dann erstmal ab, bis die nächste rote Kerze kommt. Und die ist dann hier dementsprechend. Hier ist die erste ro nächste rote Kerze. Das heißt, hier wäre ich dann rein in den Markt gegangen. Und da hätte es dann auch nicht geklappt. Dann habe ich hier die nächste Shortkerze und hier wäre ich dann nochmal progressiv reingegangen und hier hätte es dann dementsprechend geklappt mit 2 Minuten. Deswegen auch teilweise 2 Minuten, weil mit einer Minute ist das ein bisschen zu sprunghaft, weil man da definitiv nicht unbedingt den passenden Einstieg kriegt.
Aber so handle ich das dann, Ganze halt dann dementsprechend. Und hier würde ich dann sowieso erstmal abwarten, weil wir hier keine wirkliche Trendphase haben. Hier haben wir den Ausbruch zum Beispiel. Da ist die Nummer dann erstmal gegessen. Das sind so die Beispiele, wie ich sie nehme. Ihr seht es auch, es ist sehr viel eine Interpretationssache. Ich bin noch dabei am Experimentieren, sodass ich das auch einsteigerfreundlich machen kann, die 2.0-Version, sodass man irgendwie sagt, okay, man hat jetzt den einen oder anderen Indikator noch dazu, muss ich mal gucken, dass man sagt, okay, wie ich jetzt hier sagte, okay, nach einer starken Sell-off zum Beispiel wie hier, wir haben eine grüne Kerze und dann einfach zack, Long rein. Im Moment ist es so, dass man da schon noch Unterstützung, Widerstände beachten muss. Und das ist für den einen oder anderen Einsteiger, der gerade mal eben damit angefangen hat, ist das noch ein bisschen zu viel Grundinformation, die er noch nicht hat, ja, um da jetzt dementsprechend sofort reinzugehen. Das soweit dazu. Solche schönen Phasen, das ist natürlich das Interessante dementsprechend. Und deswegen finde ich diesen Indikator auch so interessant, denn dann hätte man eigentlich schon hier Long versuchen können, weil hier haben wir irgendwo auch eine Unterstützung. Genau hier haben wir sie nämlich. Das muss ich mal wegmachen. Hier haben wir nämlich eine schöne Unterstützung. Und da sieht es wohl so aus, als wenn er hier gehalten hat. Ja, geht dann hoch dementsprechend. Hier macht er kein neues Tief erstmal. Bitte nicht abschrecken. Er macht erstmal kein neues Tief. Versucht das Ganze hochzunehmen. Und hier spätestens hätte man für denjenigen, der vielleicht noch nicht so ganz erfahren ist, hätte hier versucht, dann Long einzusteigen und hätte dann hier ganz kläglich versagt. Dementsprechend. Und mit dem Bartrend-Indikator hätte ich hier noch nicht mal ansatzweise einen Einstieg finden können oder ein Signal finden können, sondern er bricht jetzt raus. Dementsprechend hier haben wir die nächste Long-Kerze dementsprechend. Und wenn man jetzt hier Long gegangen wäre, dann hätte es hier auch geklappt. Da ist aber ein Punkt, wo ich sage, okay, da ich ja schon etwas erfahrener bin, weiß ich ja genau, okay, wir haben jetzt hier einen Ausbruch und das kann auch ein Pullback sein und dann wieder runtergehen. Also schaue ich mir dazu dann dementsprechend die größere Charteinheit an. Deswegen sagte ich, die sollte auch mit beachtet werden. Und da sehen wir ganz klar, dass wir hier unten, ja, die hatten wir hier im 1-Minuten-Chart gar nicht eingezeichnet. Hier unten haben wir aber noch eine Unterstützung, wo er da dann dementsprechend abgeprallt ist. Und da sind wir innerhalb dieser Range, sprich am unteren Ende der Range. Ja. Also weiß ich ja genau, die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier etwas größere Long-Korrektur kriegen, ist zumindest gegeben. Also könnte ich das dann hier dementsprechend probieren. Ja. Das würde ich so in dieser Situation machen. Ja, da würde ich jetzt also dementsprechend nicht sofort Long reingehen, auch wenn es jetzt hier wunderbar geklappt hat. Aber da würde ich dann erstmal gucken, weil hier haben wir eine Trendfortsetzung Short. Ja, und da muss man aufpassen, weil sehr häufig ist es dann so, dass er eine Korrektur macht dementsprechend bis zum Ausbruchspunkt oder bis zu diesem Hochpunkt und dann wieder runtergeht. Ja, aber im 5-Minuten-Chart hat man halt sehr schön gesehen, untere Range-Bereich und hier ist eventuell Long-Potenzial gegeben. So, dazu irgendwelche Fragen? Von den Einstiegssignalen her ist das eine Signalgebung her, mit dem ihr zurechtkämet. Okay, der eine oder andere schreibt schon ja, alles klar. Das freut mich natürlich auch. Es geht aber auch, wir sind natürlich jetzt hier. Eigentlich aus dem Bollinger Band raus, wie gesagt, und der Trend, wenn man sich jetzt nur den 1-Minuten-Chart anschaut, jetzt hier, wir haben hier kein neues Hoch, wir haben hier einen Durchbruch nach unten, also könnte man jetzt so sagen, okay, wir haben Breakout aus einer Stabilisierungsrange bzw. Seitwärtsrange und man könnte jetzt auch sagen, wir haben eine Trendfortsetzung, ja, wir haben jetzt, also, oder eine Trendumkehr, ja, weil wir haben ja hier 1, 2, 3 Long-Formationen, also ist das in der kleinen Charteinheit für mich ein kleiner Long-Trend, ja, ein Korrekturtrend oder Long-Trend, wie auch immer. Und hier haben wir dementsprechend einen Tiefpunkt ausgebrochen, also könnte es zu einer Trendumkehr kommen, ja. Und wenn man sich jetzt nur den 1-Minuten-Chart anschaut, ja, bitte nicht falsch verstehen jetzt. Und von daher wäre das hier natürlich ganz klar zu verstehen, okay, wir würden jetzt hier ins fallende Messer quasi rein springen quasi. Und das macht man natürlich in der Regel auch nicht. Ja? Und deswegen bei dieser Version 2.0 warten wir erstmal auf ein Umkehrsignal, sodass zumindest das Potenzial eher gegeben ist, dass wir dann in der Long-Richtung dann dementsprechend was mitnehmen können. Fakt ist einfach, und das ist der Grundgedanke, die Grundidee hinter dieser Strategie. Wir haben einen stark überverkauften Bereich. Man sieht es auch im Stochastik. Der Kurs ist sehr, sehr schnell, sehr lange gelaufen dementsprechend. Und irgendwann die Grundidee, jetzt kommt die Grundidee, dass die Trader, die hier short sind, irgendwann auch Kasse machen wollen. Und da wollen wir dann dementsprechend das passende Signal finden.
Dass man das Ganze aber auch mit dem Trend handeln kann, das möchte ich euch jetzt gerne auch mal zeigen. Denn das ist eine Variante, mit der man vielleicht nicht so häufig progressieren muss, vielleicht sogar gar nicht, aber diese Signale sind halt nicht so eindeutig oder sehr häufig nicht so eindeutig wie jetzt gerade eben beschrieben. Da müssen wir uns mal eine schöne Trendphase raussuchen, wie hier zum Beispiel. Ja, wir erkennen ja dementsprechend hier diese quasi Seitwärtsrange. Ja, obere Bereich, untere Bereich. Hier hat er den Ausbruch gehabt, hier hat er nochmal bis zur Mitte korrigiert. Das wäre noch im Moment nach dieser Strategie noch nicht das System, obwohl wir hier rausgebrochen sind, wo man dann dementsprechend shorten könnte. Man könnte natürlich, aber nach diesem System sieht es anders aus. Das heißt, wir bräuchten erstmal einen ganz klaren Ausbruch aus der Range. Ja, das heißt, er könnte jetzt hier das Tief nochmal antesten und dann hochgehen dementsprechend. Es ist ja, wenn wir jetzt mal weiter weggucken, sehen wir dann hier dementsprechend auch nochmal eine erweiterte Range von hier oben bis hier unten. Ja? Und hier haben wir dann tatsächlich den Ausbruch. Wir haben auch hier dieses Tief dann dementsprechend hier durchbrochen. Und da sehen wir auch schon die ersten Korrekturkerzen. Und wo man jetzt sagen kann, wir sind im 1-Minuten-Chart, auch hier dementsprechend hätte man schon sagen können, okay, er bricht nicht weiter hoch. Ja? Und wir kriegen auch hier die ersten Long-Kerzen. Dass man dann sagt, okay, mit dem Trend gehen, dann kann man hier nach der ersten roten Kerze hätte man dann hier Short einsteigen können mit einer 2-Minuten-Option, beziehungsweise wenn man mit dem Trend geht, würde ich eher sagen, weil der da manchmal auch in der Seitwärtsrange läuft und dann, oder nicht in der Seitwärtsrange, sondern eine kleine Stabilisierungsphase hat und dann runterbricht oder wie auch immer, da würde ich schon sagen, okay, da mindestens 15 Minuten, teilweise sogar 30 Minuten. Ja, aber es geht auch mit 2 Minuten, nur dann kann es natürlich sein, dass man das ein oder andere Mal innerhalb der Stabilisierung vielleicht reinkommt und dann progressieren muss. Wir schauen uns auch mal hier, ich habe ja hier die Markierung gemacht, die Candlesticks dementsprechend an und das heißt, hier oben wären wir direkt mit der Kerze drin. Ja, je nachdem, wie die Ausführung des Brokers ist dementsprechend, wie gesagt, zu Beginn der Kerze gehen wir direkt rein. Das wäre dann etwa in innerhalb dieser Kerze. Für was brauche ich den Stochastik? Da komme ich gleich zu. Patrick, ist eine gute Frage, komme ich aber gleich zu. Wie gesagt, wir sind ja hier mit dem Trend dementsprechend und der Stochastik ist ein Oszillator. Der zeigt natürlich an, man sieht es jetzt hier in dieser Trendphase, dass der stark überverkauft ist. Also könnte auch eine Korrektur kommen. Aber in einer Trendphase kannst du den Stochastik in der Regel komplett vergessen, beziehungsweise nicht komplett vergessen, sondern in einer Trendphase, wenn der überkaufte, oder wir sind in einem Short-Trend und du hast einen überkauften Bereich, ja, des Kurses, und du merkst, okay, da hat er Probleme, dementsprechend an einem Widerstand durchzubrechen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Short-Trend fortgesetzt wird oder dass es zu einer Short-Bewegung kommt, wesentlich höher, ja, im Überverkauf, schon im überkauften Bereich bei einem Short-Trend, als wenn man jetzt dementsprechend hier unten in einem überverkauften Bereich, in einem Short-Trend einsteigt. Das ist natürlich vollkommen richtig. Aber laut bei dieser Strategie Trend fortsetzen, sieht man auch hier, dass dort gerade mal der Ausbruch stattgefunden hat, hier eine Korrektur und ihr müsst euch vorstellen, da warten viele Trader dann dementsprechend raus. Hier kommen die ersten rein und die es nicht sofort geschafft haben, die warten auf eine Korrektur ab dann dementsprechend und deswegen gibt es hier auch meines Erachtens, von meinem Verständnis jetzt her, keine größere Korrektur dementsprechend, weil hier immer nachverkauft wird, sage ich mal so jetzt. Ja? Weil hier dementsprechend die Trader, die es hier verpasst haben, hier entweder reinkommen oder einige Trader noch nachlegen dementsprechend. Ja? So nach meinem Marktverständnis, Patrick. Und deswegen ist das in der Trendphase mit dem Stochastik immer so eine Sache. Ja, weil der Stochastik ist halt ein Oszillator und der funktioniert in Seitwärtsphasen, wie hier zum Beispiel, da kann man es auch sehr schön erkennen. Hier haben wir einen nahezu überverkauften Bereich, schon überkauften Bereich und der geht etwas runter dementsprechend. Hier bis runter, dann testet er das hoch nochmal an. Hier geht er noch weiter runter und da sieht man schon, hier macht er auch ein neues Tief dementsprechend. Und hier bricht er weiter raus und hier macht er kein neues Tief mehr. Ja, da bleibt er in dieser Phase stecken. Das ist halt der Nachteil von einem Stochastik in einem Trend, in einer Trendphase. Und nur weil er jetzt hier unten jetzt rumtungert, ein paar Minuten oder 15 Minuten oder wie auch immer, ja, heißt das nicht, dass der Kurs dann sofort irgendwann direkt hochgeht. Die Wahrscheinlichkeit ist natürlich da, dass irgendwann eine Korrektur kommt, keine Frage. Aber ich würde mich da nicht drauf verlassen, nur weil er jetzt dann hier mal kurz hochgeht. Okay, jetzt gehe ich sofort gegen den Trend long dementsprechend im Forex-Bereich oder mit binären Optionen. Da würde ich dann dementsprechend aufpassen. Anders ist es dann dementsprechend bei der Strategie, wie ich sie mit dem Money Collector progressiv gesetzt hätte. Da ist es natürlich schon interessant, obwohl das natürlich jetzt quasi ich jetzt gegen meine eigenen Worte quasi rede.
Ja, weil ich ja da sagte, okay, der Trend ist short und jetzt ist er überverkauft und hier geht er noch nicht long. Ja, da achte ich schon natürlich drauf. Wie soll ich das jetzt erklären? Also da achte ich schon darauf, wenn ich jetzt hier long gehe, okay, ist der eher im überverkauften Bereich, also ist der oder ist der eher im oberen Bereich? Wenn er jetzt hier noch zum Beispiel im oberen Bereich wäre, ja, dann wie hier zum Beispiel, dann besteht das Potenzial natürlich, dass er nochmal weiter runter geht, vielleicht das Tief nochmal antestet. Dann würde ich hier vorsichtig sein. Aber hier würde ich es dann zumindest probieren. Man sieht es auch hier von der gegen den Trendstrategie, also von der Money Collector Strategie, hätte es hier nicht funktioniert. Und da kommen wir auch gleich zum nächsten Thema. Bleiben wir erstmal bei diesem ersten Einstiegssignal. Wie gesagt, hier Short und solange wir rote Kerzen haben, progressieren wir dementsprechend auch Short. Oder wir nehmen eine größere Timeframe, nicht größere Timeframe, größere Option von 15 Minuten. Das hätte dann auf jeden Fall sehr gut funktioniert. Ja? Da muss man, das ist die Phase, wo man dann sagt, okay, da braucht man eventuell nicht progressieren. Ja, hier genauso. Das heißt, wir haben auch ein neues Tief, wir haben eine Korrektur dementsprechend. Jetzt könnte man auf eine Stabilisierung abwarten. Und wenn wir uns die Kerze mal anschauen, wir haben ja so eine Art kleine Stabilisierung hier, ja, dass er versucht hat, hier hochzubrechen und es nicht wirklich nennenswert geschafft hat. Und hier bricht er raus. Und wenn ich sehe, okay, da bricht er die Kerze runter, dass man dann versucht, okay, da versuche ich es mit einer 15-Minuten-Option. Ja, das ist jetzt 6 Uhr zum Beispiel. Bis 6:15 Uhr wäre dann, 6:14 Uhr wäre dann hier. Das ist aber Zufall, sage ich mal ganz ehrlich, dass er jetzt dann hier unten so dementsprechend schön in der Stabilisierung läuft. Sehr häufig ist es so, dass er auch mal das nochmal antestet, dann runtergeht und hochgeht. Ja, also da könnte es auch mal knappe Kisten geben. Ja. Hier in der Phase ist es halt ein bilderbuchreifes Beispiel, auch mit einer 15-Minuten-Option, wie das dann funktionieren kann. Aber das sind die uninteressanten Sachen meines Erachtens, denn für so eine Strategie ist es interessant in Phasen, wo es nicht funktioniert, um daraus zu lernen. Das ist das, was ich meine. Ja? Wenn es natürlich funktioniert, ist es immer schön. Aber um daraus zu lernen, um diese Strategie zu verfeinern, suche ich natürlich dann eher Phasen, wo ich dann dementsprechend Probleme haben könnte, um da dementsprechend gegenzuwirken quasi. Gut, das soweit dazu. Und wie gesagt, mit dem Money Collector Technischen hätte ich dann jetzt, wie gesagt, hier einen Versuch gestartet, weil hier haben wir eine grüne Kerze. Und hier dementsprechend wäre ich dann long gegangen. Das hätte natürlich nicht funktioniert, aber. Und jetzt kommt auch das Beispiel, was ich vorhin meinte. Der eine oder andere hätte jetzt gesagt, okay, ich gehe nochmal long. Nein, warten, bis wir ein nächstes Long-Signal kriegen. Das ist hier dementsprechend. Hier kriegen wir auch die nächste grüne Kerze, hier würden wir long gehen. Und auch hier, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte es auch nicht geklappt. Aber was man machen kann, um dementsprechend auch dagegen zu wirken, habe ich auch schon gestern öfters gemacht, wenn man ja weiß oder sieht, okay, wir sind in einem Short-Trend und wir haben jetzt hier zum Beispiel eine Stabilisierung. Ich mache das mal ein bisschen größer, damit man das sieht, weil das ist ein klassisches Beispiel, wie man das dann, ups, wie man da, den Trade dann dementsprechend noch retten kann. Ich hoffe, ich finde das jetzt wieder. Wo war das jetzt? Da war es, genau. So, wir schauen uns jetzt die Candlesticks an und dann zeichne ich ganz einfach eine kleine Stabilisierungsrange rein. Wir sehen Kerze in Kerze, Kerze in Kerze und hier bricht er nach unten raus. Dann weiß ich ja genau, okay, wir haben einen Ausbruch. Hier, wir haben einen Pullback quasi. Hier, wir sind noch unterhalb der Mittellinie. Und hier ist er nicht rausgebrochen. Hier bin ich auch mit einer 2-Minuten-Option long. Die endet logischerweise dann. Warte mal, muss ich mal genau gucken. Ich glaube, den hatte ich sogar. Ne, den hatte ich nicht genommen, diese Uhrzeit, aber so einen ähnlichen hatte ich genommen. Da wäre ich hier rein und hier dementsprechend spätestens diese Kerze. Die hätte mich hier ausgestoppt. Das war diese Kerze hier. Und da sehe ich dann dementsprechend, weil da läuft ja dann, ist ja die dritte Minute schon, da sind die 2 Minuten locker raus. Dann beobachte ich, okay, der bricht hier unten raus. Also ist die Wahrscheinlichkeit eher, dass wir Short kriegen. Und dann lenke ich auch gegen. Ja, das heißt, ich gehe nicht nur dann long, 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 sondern wenn ich das merke, okay, wir haben hier eine Stabilisierung und der hat Probleme hier nach oben durchzubrechen, dann kann es natürlich sein, wenn er hier unten rausbricht, dass die Wahrscheinlichkeit eher auf Short ist, weil der Trend ist hier dementsprechend eher Short. Aktuell dann dementsprechend. Und dann hätte ich hier auch dementsprechend eine Short Order, mit der Short Order dementsprechend progressiv gewonnen. Wenn ich das aber nicht gesehen hätte, und da gehe ich ja beim Einsteiger natürlich davon aus, und deswegen habe ich die so verfeinert dementsprechend mit den Signalen, dass ich dann sagen kann, okay, wenn man jetzt nur auf Long tendiert, wie der Einsteiger vielleicht davon ausgehen würde, ja, dann wäre das der zweite Verlusttrade gewesen. Dann sieht man hier dementsprechend eine grüne Kerze, zack, da wäre ich drin, wäre der dritte. Und hier dementsprechend sieht man, dass man in der Seitwärtsphase ist, in der Stabilisierung. Und da muss man dementsprechend aufpassen. Das ist der kleine Manko oder das Manko dementsprechend bei dieser Strategie, das war damals auch schon so, wo man dann sagt, okay,
wenn ich jetzt hier den Ausbruch habe, man sieht ja diesen Spike nach oben, und hätte dann jetzt hier Long versucht, der bleibt hier stecken. Habe jetzt hier rote Kerze, man muss jetzt warten dementsprechend. Dann brauche ich zumindest, weil ich ja hier sehe, eine Stabilisierungsrange, brauche ich zumindest den Ausbruch. Ja, und der Ausbruch kommt leider erst hier, und hier hätte es dann dementsprechend funktioniert. Patrick, ist klar, 6 Uhr früh, aber nur für den Beispiel jetzt hier dementsprechend, ne? 6 Uhr morgens trade ich dementsprechend so nicht. Sollte man auch nicht nachts nicht machen, weil in der Regel ist es so, dass nachts dementsprechend auch nicht so viel Volumen im Markt reinkommt oder der sehr häufig mal gern in solchen Stabilisierungen dementsprechend rumkursiert. Ja? Aber jetzt nur mal als Beispiel, weil ich wollte ja, habe ja gesagt, ich wollte Beispiele raussuchen, wo es nicht auf Anhieb funktioniert, und darauf kommt es ja an. Wenn eine Strategie sofort auf Anhieb funktioniert, dann brauche ich jetzt quasi nicht so viel drumherum reden, aber ich will ja auch dementsprechend, dass ihr nicht dem jetzt anfängt hier zu denken, okay, das ist eine Strategie, die funktioniert immer super wunderbar, nur weil sie bei mir gestern gut funktioniert hatte. Ja, ich habe so meine Erfahrung dementsprechend, wie ich da quasi umgehe, sprich hier zum Beispiel mit dem Trend dann hinter umdrehen zum Beispiel, wenn es nicht funktioniert, sofort auf Anhieb. Und sind solche Sachen, die ihr eher wissen müsst, als die Einstiegssignale, die perfekt funktionieren. Ja? Aber von Einstiegssignalen her war das natürlich, wir sind stark rausgebrochen aus dem Bollinger Band. Wir haben auch hier im Stochastik, wie gesagt, da habe ich mich vorhin schon geradezu geäußert, haben wir einen stark überverkauften Bereich. Wir haben auch hier quasi das Tief nochmal angetestet hier mit dieser grünen Kerze, haben es nicht geschafft. Da wären wir aber allerdings schon long gewesen, weil wir hier die grüne Kerze hatten. Hat nicht funktioniert, keine Frage. Auch hier hätte man dann wieder umlenken können, wenn der Kurs wieder hier rausbricht, dass man hier eher auf Short tendiert. Wenn man das gemacht hätte, dann hätte man hier auch keine Probleme gehabt. Ansonsten, wenn man nur long getradet hätte, hätte man hier einmal, zweimal, dreimal. Hier hätte ich dann abwarten müssen, weil ich noch innerhalb der Range bin, und da muss ich dann, wir brauchen eine Trendphase, also sprich einen Ausbruch, und das wäre dieser Ausbruch dann. Da warte ich auch dementsprechend nicht ab, bis dann dementsprechend hier eine grüne Kerze vollendet ist, sondern wenn ich aus dem Bollinger Band hier oben rausgehe. Ich sehe, hier zum Beispiel bin ich noch nicht aus dem Bollinger Band oben raus. Okay, und dann dementsprechend würde ich dann dementsprechend hier reingehen. Gut. Das soweit dazu, und am besten machen wir das jetzt mal so, dass wir ein paar Live-Trades raussuchen, dass ihr mal seht, wie ich das dann live handhabe. Einverstanden? Super. Gut, für den Patrick zum Beispiel hat schon geschrieben, okay, ich habe genug, und ich denke mal, für den ist diese Strategie nichts. Kann ich auch absolut nachvollziehen, ist halt nicht für jeden etwas. Warum gerade 2 Minuten? Eigentlich hatte ich ursprünglich vorgehabt, 1 Minute zu traden, aber ich habe festgestellt, ich nenne es jetzt einfach spaßhalber mal die Macht der 2 Minuten. Denn sehr häufig ist es so, dass ich in der Demokontophase das Problem hatte, als ich das weiterentwickelt hatte, mit der 1-Minuten-Option müsste ich dann zu, wenn es nicht funktioniert, zu häufig progressieren. Und mit der 2-Minuten-Option brauche ich nicht so häufig progressieren. Und das hat sich auch dementsprechend in dieser ganzen Verfahrensweise, auch mit dem Echtgeldkonto ab gestern, gut bestätigt, dass ich dann hier mit der ersten Minute vielleicht ein Problem hätte, aber dann hinterher in der 2. Minute, kurz vor Ablauf, ist er dann dementsprechend noch weiter hochgegangen. Ja, so das jetzt quasi die Erklärung dafür. Dementsprechend. Ich hoffe, das war soweit verständlich. Aber ihr werdet es dann gleich auch sehen. Aber es kann natürlich auch ein Nachteil sein. Die erste Minute hätte funktioniert, und in der 2. Minute korrigiert er wieder nach unten. Ja? Also Kopf ist wie gesprungen. Aber im Prinzip ist es nicht so, nicht so ein Herzklabaster, finde ich. Ja? Wie mit, es hört sich blöd an, weil wir haben ja dementsprechend nur 1 Minute mehr. Aber es ist schon ein kleiner Unterschied. Ihr werdet es gleich auch sehen, denke ich mal. So, hier sehen wir eine schöne Keilformation. Wir haben hier den Ausbruch. Machen gerade eine Korrektur, also Ausbruch aus dem Keil dementsprechend, aus der Trendlinie, aber sind noch innerhalb dieser Zone hier oben. Und von daher würde ich diesen Trade jetzt erstmal so nicht nehmen, weil es kann möglich sein, dass er innerhalb dieser Zone noch ein bisschen variiert. Von daher ist das für mich noch kein schönes Signal, wenn ich jetzt long, trendtechnisch long traden möchte, weil das kann man natürlich auch dementsprechend machen. Das heißt, hätte er jetzt hier einen Ausbruch gemacht, hier oben raus, und dann eine Korrektur gemacht, bis zu dieser Trendlinie zum Beispiel wieder, und hätte dann ein grünes Signal, dann könnte man sagen, okay, ich probiere es mit einer Long-Position, dann hätte es probiert, aber so wäre ich jetzt dementsprechend ein bisschen vorsichtig. Ja, da würde ich noch warten. Aber wir haben ja noch mehrere Charts.
So, hier sehen wir zum Beispiel einen schönen. Oh, da habe ich einen Zettel drauf gesehen. Was war das? Australisch Dollar? US-Dollar. So, gucke ich mir erstmal den 5-Minuten-Chart an. Wie gesagt, das hat mit reinem Börsenhandel quasi nichts oder professionellem Börsenhandel nichts zu tun. Brauchen uns nichts vormachen, das ist reine Zockerei mit der Progression hier. Keine Frage. Aber wer diese, auf diesen Nervenkitzel steht, sage ich mal so, für den könnte das vielleicht interessant werden. Das heißt, ich habe mir jetzt so eine kleine Range hier eingezeichnet. Wir haben hier einen Tiefpunkt und wir haben hier Tiefpunkte gehabt dementsprechend. Und innerhalb dieser Pufferzone kommen wir natürlich am, sind wir jetzt hier im 5-Minuten-Chart unterhalb der Mittellinie des Bollinger Bandes. Also könnte er Potenzial haben, das Tief nochmal anzutesten, beziehungsweise eventuell sogar bis zum Ende des Bollinger Bandes, was er gerne auch mal macht, oder halb in dieser Zone hier nochmal korrigieren, denn wir haben jetzt hier einen schönen starken Ausbruch und da könnte es auch nochmal zu einer Korrektur dementsprechend kommen. Weil hier haben wir auch einen Ausbruch und hier haben wir steigende Hochs dementsprechend. Also kann es in diesem Bereich vielleicht sogar nochmal zu einer Korrektur kommen, dass er hier diesen Durchbruch nochmal antestet vielleicht. Da könnten wir nochmal drauf achten. Das heißt, das markiere ich mir schon mal für Long. Dass ich dann weiß, ja, da sehe ich es natürlich nicht. Dass ich da auf grüne Kerzen achte, weil das ist der springende Punkt. Hier ist auch ein schöner Ausbruch aus dem Bollinger Band. Aha, hier haben wir eine Trendfortsetzung, oder Trendfortsetzung, Entschuldigung. Hier haben wir einen Doppeltop gehabt, dementsprechend was nach oben gebrochen wurde. Wir haben auch kein neues Tief. Hier die Range, hier der Ausbruch aus der Range. Das heißt, wir könnten jetzt hier Folgendes machen, dass wir hier den Pullback traden. Wir sind auch übergeordnet im Long Trend. Das sieht mir aber aus wie eine eventuelle SKS-Formation. Das könnte gar nicht mal so uninteressant werden. Das heißt, wir haben jetzt hier quasi eine schöne Stabilisierung gehabt mit schönen kleinen Hochs. Das heißt, hier hat er Probleme gehabt durchzubrechen, in diesem Bereich, wo der Kurs gerade aktuell ist. Ja, man sieht es jetzt hier. Dann ist er durchgebrochen, hat hier dementsprechend noch einen Hochpunkt. Also innerhalb dieser Pufferzone kann es natürlich dazu sein, kommen, dass er nochmal dreht, also runterdreht. Das sieht mir nämlich ganz klar danach aus, dann wie eine SKS-Formation. Wir sind jetzt allerdings oberhalb der Mittellinie. Ob es jetzt wirklich eine SKS-Formation ist, nur weil es ein Schulter-Kopf-Schulter ist, ist es nicht gleich immer eine SKS-Formation. Aber gestern habe ich so ein Ding mitgetradet, im DAX war das, glaube ich. Und da habe ich ganz gute Erfolge mit erzielt. Ihr habt es, glaube ich, auch in der Facebook-Gruppe auch gesehen. Und zwar bin ich genau an diesem Punkt hier oben short gegangen. Wenn er jetzt hier Umkehrkerze macht, kann man mit einer Binäroption auf die rote Kerze warten und dann versuchen, short zu gehen dementsprechend. Das stelle ich auch schon mal ein. US-Dollar, kanadisch Dollar. Jetzt eben gucken. Hyper, 2 Minuten, jawohl. US-Dollar, kanadisch Dollar haben wir hier. 73%. Bei der Tabelle, die ich euch vorhin gezeigt habe, muss man natürlich darauf achten. Habe ich 72%, 73% oder 74%? Ja? Deswegen, das muss ich dann dementsprechend auch einstellen, dass ich dann weiß, okay, weil bei 72 muss ich logischerweise mehr Kapital für die Progression aufbauen als mit 73. Ja? Deswegen, also kann ich jetzt hier traden nach dem Schema, genauso wollte ich es haben, 5 Euro, 20 Euro und 46 Euro dann dementsprechend. Da scheint es wohl zu kommen. Den Chat werde ich jetzt mal kurz schließen, damit ich mir. Oh, das muss ich natürlich einstellen. So, was haben wir gesagt? 5 Euro. Jawohl.
So, wir sind auf Short eingestellt. Wir haben hier auch schon den Durchbruch. Gerne mache ich das dann in der aktuellen Phase so. Australisch Dollar, US-Dollar, sagt er gerade. Da ist die nächste Shortkerze, da müsst ihr reingehen. Das machen wir jetzt auch mal. Das heißt, wir sind jetzt Short. Da geht er natürlich erstmal runter, aber er wird hier auch nochmal nach oben gehen. Das scheint wohl wirklich richtig zu sein, was ich da vermutet habe, weil hier denke ich mal, wir sind am oberen Ende der Range. Von daher eher Short, ist klar, solange er hier nicht durchbricht. Und wenn das für mich jetzt hier eine SKS-Formation darstellt, besteht natürlich die Möglichkeit, dass er dann erstmal hier in diesem Bereich nochmal runter geht. Und das macht er auch gerade. Und das sieht mit der Option im Moment ganz gut aus. Aber wir sind jetzt 2 Minuten. Wie gesagt, das ist der Unterschied. Mit einer 1-Minuten-Option hätte es jetzt funktioniert. Mit der zweiten Option kann das natürlich dann nochmal negativ enden, keine Frage. Aber der Spielraum ist einfach viel größer dementsprechend, falls es mal nicht sofort auf Anhieb klappt. Dass ich dann nicht sofort so häufig progressieren muss, dementsprechend. So, das heißt 30 Sekunden ungefähr brauchen wir noch. Ne, 1 Minute noch ungefähr. Das wäre natürlich jetzt ein bilderbuchreifes Beispiel, wenn es jetzt funktioniert. Und ich hoffe, dass ich dann, was heißt hoffe, also natürlich hoffe ich es nicht, aber irgendwo macht es natürlich Sinn, dass wir auch mal Beispiele haben, wo es nicht sofort funktioniert. Dass ihr dann seht, wie ich dann dementsprechend da reagiere. Also wenn er so bleibt wie jetzt hier, dann brauchen wir gar nicht drüber reden, dann ist das ein Gewinntrade. Und vom Einstiegssignal habt ihr gesehen, ne, direkt, nee, das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht haben. Das wollte ich haben. Direkt die nächste Kerze genommen. Und da darf man halt auch dementsprechend nicht so lange fackeln. Wir 48. Ton, ich mach mal eben. Ne, das mache ich gleich nach dem Trade. Müssen wir eben warten. Ein paar Sekunden noch. Bis gerade erst gejoint, okay? Ich helfe dir sofort. Aber ihr habt gesehen, es ist ein Gewinner. Und auch hier vom Einstiegssignal hat es dementsprechend ganz gut funktioniert. Ja? Ich mache jetzt mal eben kurz nochmal das Bild auf. Für die Leute, die. Das ist natürlich der Nachteil bei dieser Software. Und deswegen hoffe ich, dass das, wenn das mit dem Ton langfristig auch so bleibt, wie es jetzt sein soll, dass die ein oder andere, weil das eigentlich fast jeder dann weiß, dementsprechend, wie man das am Anfang macht. Deswegen, Chat ganz kurz habe ich jetzt offen. Pass mal auf, ich mache mal die Mikrofone eben offen. Und dann können wir auch mal gerne, wer möchte, kann auch gerne mit mir The sprechen. conference is now in conversation mode. Und dann braucht ihr nicht nur einfach zu schreiben, wer möchte und ein Mikrofon hat. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Kritik oder wie auch immer, dann könnt ihr das jetzt gerne mal eben stellen. Ihr habt gesehen, vom Einstiegssignal her, ich wiederhole es nochmal eben, hat es diesmal wunderbar funktioniert, direkt auf Anhieb. Andreas, ja, mache ich nachher. Mache ich nachher. Ne? Nur das, wenn ich jetzt dahin wechsle und dahin wechsle, dann ist das auch ein bisschen blöd. Deswegen wollte ich da mal eben bei einer Sache jetzt bleiben. Und diesen Trade halt nochmal besprechen, worauf wir da geachtet haben. Wir haben einen Ausbruch dementsprechend. Wir haben in der größeren Charteinheit gesehen, ne, dass man darf jetzt nicht nur sagen, okay, nur weil jetzt eine rote Kerze kommt, dementsprechend sofort reinshorten, sondern es muss auch irgendwo. Es muss. Oh, jetzt wird das doch mit der Rückkopplung zu viel. The conference is now in presentation mode. Wir haben jetzt hier gesehen, dass wir hier eine schöne Widerstandszone haben und ob das jetzt im Endeffekt eine bestätigte SKS wird oder nicht, das bleibt einmal dahingestellt. Aber auf jeden Fall war die Wahrscheinlichkeit aus meiner Sicht eher short. Also habe ich hier dementsprechend auf das Signal gewartet und das hat auch gepasst dementsprechend. Ja. Das heißt, wir haben hier die erste rote Kerze gesehen, die ist vollendet. Zack, mit Beginn der nächsten Kerze sofort rein, für 2 Minuten dementsprechend, und es hat halt funktioniert. Ja. So kann es natürlich dann, oder soll es natürlich dann idealerweise laufen, wird aber nicht immer so dementsprechend laufen. Dazu irgendwelche Fragen zu dem Trade-Verlauf jetzt? Ich denke mal, das war jetzt aber perfektes Beispiel, wie es auch oder wo es auch funktioniert hat, und ich glaube, da muss man nicht viel kommentieren zu, oder? Ich glaube, das war soweit verständlich. Ganz kurz mal ein Feedback.
können wir auch sofort weitermachen. Sind noch alle da? Kann man mich noch hören? Alles klar, okay, super. Aber Colin, sag mal, den Ton noch da von eurer Seite aus, ne? Also von meiner Seite aus. Ihr könnt mich noch hören, ja? Super, okay. Dann hat er definitiv bis jetzt vom Ton her. Ah, super, wunderbar. Vom Ton her hat er dann dementsprechend die Software schon mal länger gehalten als den einen Montag. Also von daher scheint es wohl doch eine Besserung zu sein. Schauen wir mal. Vielleicht war das ja nur eine Ausnahme oder sowas. Weil sonst bin ich eigentlich zufrieden mit dieser Software. Es ist günstig und man kann das machen, was man machen muss. Das heißt, ich kann auch zum Beispiel hier solche Zeichentools mit dazu nehmen, um dementsprechend das mal einzuzeichnen hier. Das heißt, hier haben wir die Aufwärtsbewegung und hier haben wir die erste rote Kerze und hier dann das Short-Signal zum Beispiel. Ja. Für 2 Minuten. Oh, schreiben ist ja dann hier jetzt. Zack. Das soll 2 Minuten heißen. Ja. Also bei GoToMeeting ist es zum Beispiel so, dass ich das so jetzt nicht machen könnte. Ja, das wird dann schon Probleme geben, weil mit dem ersten Strich und mit dem zweiten Strich würde das jetzt hier schon wieder gelöscht werden. Von daher finde ich das Tool eigentlich schon brauchbar. Ja, und von daher müssen wir mal gucken. Gut, dann schauen wir uns mal, lange Rede, kurzer Sinn, nach dem zweiten Trade an. Wir wollen ja hier Geld verdienen. Hier haben wir einen schönen australischen Dollar, US-Dollar. Wird mit Sicherheit jetzt dementsprechend. Ah, wollen wir den mal analysieren. Da haben wir die erste grüne Kerze gehabt. Hier hätten wir dann long gehen müssen, wenn wir jetzt nur drauf geachtet hätten. Schauen wir mal den 5-Minuten-Chart. Ja, da sind wir in dieser Zone. Okay. Schauen wir uns die Candlesticks an. Das hätte, glaube ich, nicht funktioniert. Nein, das hätte nicht funktioniert. Das heißt, hier hätten wir den Verlust-Trade gemacht. Spielen wir den einfach mal so durch. Ja, hier hätten wir den ersten Verlust-Trade gemacht. Was machen wir natürlich jetzt? Wenn man sieht, dass er hier runterbricht, könnte man natürlich sagen, okay, wir haben einen Ausbruch und Pullback bis zum Ausbruchspunkt oder nahezu des Ausbruchspunkts, weil wir haben eine 1, 2, 3 Short-Formation. Dann hätte man jetzt hier mit dem Ausbruch nach unten Short gehen können. Oder man wartet ganz einfach bis zum nächsten grünen Signal. Das machen wir jetzt auch einfach mal eben. So, wir sehen jetzt hier schon mal diese schöne Unterstützung hier, da wo der Kurs gerade dran ist. Dann wollen wir mal gucken. Hier sehen wir auch einen 5-Minuten-Chart, deswegen die große Chart-Einheit dazu nehmen. Das Ende des Bollinger Bandes, hier auch eine schöne Unterstützungszone, so nenne ich das jetzt einfach mal. Wir gucken uns den größeren Chart-Einheit an. Da kann man natürlich jetzt nichts erkennen. Da sind wir noch nicht am Ende des Bollinger Bandes, aber die Unterstützung ist halt schon, diese Pufferzone, so nenne ich das einfach mal, ist halt schon recht interessant. Er testet quasi nahezu das Tief nochmal an und dann eventuell long-technisch was möglich, ob er die so weit hoch geht, ist für uns Binäroption technisch völlig uninteressant, aber nur, dass wir ungefähr wissen, wo wir da jetzt stehen. Richtig, das ist natürlich mutig, keine Frage, aber das Signal ist dementsprechend da, du siehst ja auch hier. Wie gesagt, ich habe ja am Anfang erklärt, was die Grundidee ist. Die Grundidee dieser Strategie ist einfach, dass diese dicken Sell-Offs hier dementsprechend, dass die auch irgendwann wieder angekauft werden. Ja, weil dementsprechend die Shorts geschlossen werden und steigt dann natürlich der Kurs dementsprechend, weil Long-Positionen dadurch eröffnet werden. Und das ist dann dementsprechend auch die Grundidee da. Und von daher, klar, mit dem Trend gehen macht immer mehr Sinn. Ja, aber da wir mit 2-Minuten-Optionen hier arbeiten, kann man auch solche Signale long-technisch nehmen. Wenn wir folgende Gegebenheiten haben, dass er entweder solche Unterstützungszonen hat, wo er eventuell nochmal abprallen kann, da warten wir auf das Long-Signal, oder halt, wo er das, ja, das ist richtig, Homburg, keine Frage, oder halt dementsprechend das Tief antestet und es nicht schafft und dann kriegen wir ein Long-Signal, nicht durchbricht und dann kriegen wir ein Long-Signal dementsprechend. Idealerweise kommen wir dann über der Mittellinie. Oder halt dementsprechend, so wie jetzt hier, dass wir hier am Ende des Bollinger Bandes ankommen. Und das ist natürlich jetzt keine bestätigte Sache, aber das ist so, sind so die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Wenn das Bollinger Band sich so hier eindreht und der Kurs geht jetzt zum Beispiel hier runter und auch wenn das Bollinger Band ausbricht und schließt oberhalb, dann gibt es meistens eine Korrektur nach oben. Ja, das ist ja natürlich jetzt nicht so, dass ich das jetzt für immer bestätigen kann, ja, dass es auch wirklich so ist, also nicht, wenn ihr so ein Signal seht, okay, der Dietz hat gesagt, long gehen, also gehe ich jetzt long, sondern das sind so Erfahrungswerte, die ich mit dem Bollinger Band gemacht habe, wie
zum Beispiel, hier zum Beispiel, hier hat es nicht geklappt, aber da sind wir auch direkt rausgebrochen. Aber hier dreht sich das Bollingerband nach oben ein, das ist eine andere Situation. Hier öffnet sich das Bollingerband und hier schließt es sich ein. Ja, und das Bollingerband kommt oben rein. Das heißt, es kann möglich sein, dass wir hier innerhalb von einer Range uns dann quasi, oder dass eine Öffnung einer Range dann quasi entsteht hier. Und da können wir dann dementsprechend mal schauen. So, das wäre jetzt quasi das zweite Signal. Das heißt, hier hätten wir jetzt dementsprechend den ersten Trade. Hier hätten wir jetzt den zweiten Trade. Und wir schauen uns den einfach mal an. Das heißt, hier wären wir, sagen wir mal, mit Slippage vom Broker, wären wir hier oben drin. Sind wir mal ein bisschen kulant. Und verfolgen einfach mal, ob das hier geklappt hätte. Wie gesagt, warum habe ich dieses Signal für Long ausgewählt? Weil wir jetzt hier am Ende des Bollinger-Bandes sind in der größeren Charteinheit, sprich im 5-Minuten-Chart, in Kombination mit einer sehr schönen Pufferzone, wo wir hier auch schon Probleme hatten durchzubrechen. Und das sieht im Moment ganz interessant aus. Schade, dass ich ihn nicht live genommen habe. Aber es wäre jetzt zu spät gewesen, das nur einzustellen. Dafür gibt es noch viele andere Signale. Aber von der Signalgebung her, ja, von der Verfahrensweise her, hier hätte ich es dann ausprobiert zum Beispiel. Wenn ich es hier ausprobiert hätte, hätte ich dann hier verloren. Dann hätte ich zwei Möglichkeiten gehabt. Okay, der Trend ist short, also hätte ich dann hier spätestens mit dem Ausbruch nach unten. Da warte ich auch dann, wenn ich dann halt mit dem Trend, dann gehe ich hier auch gar nicht nach, ob ich eine Shortkerze habe, sondern gehe dann sofort direkt short rein, weil der Trend ist hier short oder die Korrektur ist hier short. Und hier ist es dann so, dass wir nahezu diese Unterstützung erreicht haben. Und hier die erste grüne Kerze kommt. Hier habe ich einen Long-Versuch. Und das sieht im Moment so aus, als wenn auch dieses Signal, diese Bestätigung oder dieses Signal auch quasi funktioniert. Auch gegen den Trendhornbruch. Das heißt, wir müssen jetzt rein theoretisch diese Kerze noch abwarten. Da unten wären wir in etwa drin, je nach Ausführung des Brokers. Die Kerze ist beendet, also das wäre auch ein Gewinntrade gewesen. Ja? Also ist natürlich, das ist jetzt ein bilderbuchreifes Beispiel, also es ist nicht immer so, ja, dass es dann so rasant nach oben geht. Ja? Ihr habt da teilweise Trades von mir gestern gesehen, die ich gepostet habe, da war es auch teilweise eine knappe Kiste, aber es hat halt funktioniert. Ja? Man muss halt dementsprechend auch gucken, wo macht es natürlich dementsprechend Sinn, dann Long einzugehen, hier dementsprechend. Wenn er direkt das Bollinger Band erreicht und diese Zone, macht es natürlich keinen Sinn, jetzt hier direkt Shorts reinzugehen, sondern eher dann abzuwarten, Euro-Schweizer Franken. Ja, ich muss natürlich gucken, was bietet 99 Binary an? Das ist natürlich auch ein Punkt, den man halt in dieser Testwertung mit reinnehmen muss. Euro-Schweizer Franken hat er nämlich, glaube ich, gar nicht drin in 2-Minuten-Optionen. Schweizer von, nee, hat er nicht. Aber wir können ja mal weiter gucken. Ich habe ja noch ein paar andere Währungspaare oder ich mache das Bild mal ein bisschen groß. Wenn ich jetzt nicht genau am Traden bin, dann habe ich das gerne auch mal so. Da sehe ich zum Beispiel einen Ausbruch, einen Pullback dementsprechend. Bei der nächsten roten Kerze könnte man vielleicht mit dem Trend mal versuchen. Kann ich ja mal im Auge behalten. So, das muss ich mal eben wieder normal machen. So, dann gehen wir mal im nächsten Währungspaar. Aber ihr seht, also es ist eine progressive Strategie, ja, und aber das wäre jetzt rein theoretisch der zweite Trade gewesen, mit dem man auch Gewinn gemacht hätte. Ja. Wir haben jetzt einen aktuell gemacht, von daher zählt der natürlich auch, nur der, die wir auch gemacht haben. Aber der Abend ist noch jung. Aber 18.30 Uhr haben wir gleich, da habe ich jetzt etwas in Erinnerung, da müssen wir natürlich dann gleich mal gucken, das ist recht im US-Bereich. Wie hier zum Beispiel. Schönes Beispiel. Hier öffnet sich kein Bollinger Band. Weder, ja, das heißt, wenn er mit der Kerze direkt rausbricht, entweder gibt es einen Fake Breakout, ja, das sieht dann so aus, dass er hier runter geht und dann halt oben schließt, oder das Bollinger Band öffnet sich dementsprechend und dann würde ich eher sagen, okay, das könnte möglich sein, dass er nochmal weiter runter geht. Aber so wie das jetzt hier aussieht, sieht das erstmal nach einer Korrektur aus. Wie weit die geht, kann ich natürlich nicht sagen. Ja. Hi Daniel, grüß dich.
Aber wenn das Bollinger-Band so aussieht wie hier, es geht spitz zu, dann würde ich nicht sofort reinschorten. Ja? Ist sowieso der schlechteste Zeitpunkt, auch vorwärtstechnisch, hier jetzt sofort Short zu gehen, wenn dann wartet man dementsprechend die Hochpunkte dementsprechend ab, um einen passenden Einstieg zu finden. Da können wir ja mal gucken. Das heißt, er testet quasi, oder man kann eigentlich davon sprechen, er testet dieses Tief nochmal an. Und wir haben auch hier einen Ausbruch dieses Hochs, also könnte es sein, 1, 2, 3 Long-Formationen, dass er dieses Hoch oder diesen Bereich vielleicht nochmal antestet. Könnte aber auch sein, dass mit der nächsten Kerze das Bollinger-Band sich dann öffnet und dann runtergeht. Und dann deswegen warten wir auf die Bestätigung ab. Schauen uns mal die größere Charteinheit an. Wir sind jetzt gerade im Kanadisch-Dollar-Japanisch-Yen. Gut, das sind auch so Anhaltspunkte. Ausbruch, Pullback und er korrigiert oder geht wieder runter, testet das Ende des Bollinger-Bandes an quasi. Auch das ist so eine Sache, das sind so Erfahrungswerte von meiner Seite aus, die auch nicht immer hundertprozentig funktionieren. Aber wenn die jetzt dementsprechend hier so schließt, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich auch schon gegeben, dass er dann nochmal in die Korrekturphase hochgeht. Weil dieses Bild, das könnt ihr euch mal merken und dann einfach mal den Chart beobachten, das seht ihr eigentlich in jedem Timeframe, wie dann der Kurs reagiert. Dann werdet ihr auch mit Sicherheit sagen, okay, in einigen Fällen macht das schon Sinn, da dementsprechend auf Long technischer Seite sich dann zu bewegen. Aber wichtig und viel wichtiger sind natürlich dann dementsprechend auch hier. Wir haben das Ende des Bollinger Bandes erreicht. Wir kommen jetzt hier in dieser Unterstützungsbereich. Jetzt hier, dieser hat dementsprechend gehalten, so diese Pufferzone. Die zeichne ich mal eben ein. Deswegen auch, daran erkennt man auch die Größe und Charteinheiten. Das ist schon wichtig. Auch wenn man mit einem Minutenchart tradet, zu wissen, wo kann dann dementsprechend... Richtig, genau, Alex, danke dir. Wo kann man dann dementsprechend, wo ist Potenzial dafür da, dass dann halt nochmal, wenn man jetzt hier eine Short-Abwärtsbewegung hat, dass man hier Käufer in den Markt bekommt, wo man jetzt hier long gehen könnte. Der Alex hat schon richtig gesagt, in 15 Minuten kommen die Nachrichten, da warten wir dementsprechend auch erstmal ab. Das heißt, ich werde jetzt auch keine Option eingehen, auch mit der Gefahr natürlich oder mit dem Hintergedanken, wenn die natürlich nicht funktioniert und ich progressieren müsste, dann wäre ich natürlich während der Nachrichten eventuell in der Progressionsstufe 3, 4, 5, wie auch immer. Und das ist natürlich nicht gerade vorteilhaft. Deswegen würde ich da sagen, pausieren wir da erstmal mit den Trades. Wir können uns ja mal einige Charts nochmal ansuchen und die Vergangenheit mal durchleuchten, wo es sehr gut funktioniert hat, wo es nicht sehr gut funktioniert hat, wie ich dann da reagiert hätte. Oder wir können natürlich einige Fragen erstmal beantworten, wenn die Fragen da sind. Aber ich finde die Strategie an sich schon recht interessant, dementsprechend. Mit dem Trend sieht man es natürlich hier sehr deutlich. Ja, schaut mal hier, wir haben jetzt hier eine Stabilisierung, eine Seitwärtsrange, die hier rausbricht und dann dementsprechend die Korrektur bis zum Ausbruchspunkt. Das könnt ihr euch auch schon mal merken. Das erkennt man an diesem Bartrend-Indikator oder Heiken-Aschi-Indikator, erkennt man das sehr schön. Christoph, wie gesagt, traden werde ich jetzt im Moment nicht, aber US-Dollar-Japanisch angucken können wir uns eben dementsprechend. Ich werde den Trade mal eben kurz, oder diesen Verlauf mal eben kurz weiter dokumentieren. Auch hier haben wir grüne Kerzen am Ende des Bollinger Bandes. Wir sehen hier einen Ausbruch, einen Pullback dementsprechend bis zum Ausbruchspunkt. Und wenn er nicht weiter hoch geht hier dementsprechend, dann kann es sein, so wie hier zum Beispiel, dass er wieder trendphasentechnisch short geht hier. Weil für mich ist das jetzt hier eine 1, 2, 3 Short-Formation, also es ist eine Korrektur-Trend-Short für mich, ja, weil wir ja hier eine Aufwärtsbewegung haben. So von meiner Deutung jetzt her. Dann sehen wir jetzt hier diese Kerze, die rasant runtergeht und hier schließt. Wenn ich jetzt hier nicht reingekommen wäre, könnte ich jetzt auch sagen, okay, wir haben jetzt hier eine bestätigte Short-Kerze, also gehe ich hier short. Auch mit Sicherheit forex-technisch interessant, wenn man solche Signale dann dementsprechend hat. Hier oben drüber würde ich meinen Stopp setzen dann dementsprechend und dann hätte ich einen sehr guten CRV. Ja? Je nach Spread dementsprechend 38, 40 Punkte, dann hätte ich hier 100 Punkte, also 1 zu 2 wäre auf jeden Fall möglich dementsprechend. Ja? So kann man es auch nicht nur binäroptionstechnisch, sondern auch short-technisch, forex-technisch das Ganze nutzen. Und non-progressiv könnte man auch hier sagen, okay, hier geht man mit einer 15 Minuten oder 30 Minuten Option rein oder hier in dem Fall hätte ich es halt dementsprechend auch mit einer 2-Minuten-Option geschafft. Aber das sind natürlich so Beispiele, die ich eigentlich gerne oder nicht gerne zeigen würde, sondern wie gesagt, viel lieber würden mich Beispiele interessieren, wo es halt ein bisschen schwieriger wird, weil daraus lernt man dann dementsprechend. So, US-Dollar-Japanisch-Yen hat jemand gesagt, dann gucken wir uns den auch mal an. Soweit vom Trade-Verlauf her alles klar hier, ne? Oder sind da noch irgendwelche Fragen? Nicht, dass ich jetzt so schnell wechsle.
einmal kurz antworten, dass wir schnell zum US-Dollar-Japanisch-Yen eventuell rüberwechseln können. Dürfte eigentlich alle. Ich denke mal, man sieht es auch hier an den Candles. Ne? Also schöne, starke Korrekturphase. Hier der Ausbruchspunkt oder hier der Ausbruchspunkt quasi Pullback. Ja, das ist ganz klassische Einsteiger-Strategie dementsprechend. So, Stichwort Money Management. Wenn ich progressiert wird, ist die 10% Sitzweise der DSI-Strategie auf die übertragbar oder zu riskant? Das muss jeder für sich selber entscheiden. 10% hatte ich für mich dementsprechend damals genommen, weil ich halt den Bonus schnell abarbeiten wollte, den ich damals hatte. Und deswegen hatte ich auch 10% genommen. Ansonsten empfehle ich eigentlich jedem, erst recht Einsteigern, immer, wenn die Möglichkeit besteht, kleinere Prozentzahlen zu nehmen, wie 1-5% zum Beispiel. 5% maximal. Egal ob Forex oder Binäroption technisch. Warum? Weil als Anfänger, da fängt man eher an, ein bisschen rum zu experimentieren, achtet nicht so wirklich auf die Einstiegssignale, ist vielleicht nicht so geduldig und wartet vielleicht nicht so lange auf die Signale, bis sie da sind und man wird zittert in den Fingern und dann drückt man schon drauf und dann ist man drin im Markt. Das kann einem Einsteiger eher passieren, als jemand, der sagt, okay, ich habe mich mit der Strategie abgefunden, ich kenne mein Signal, also warte ich darauf. Und deswegen, wenn du da mit 10% reingehst, verlierst du, machst du mehr Verluste logischerweise als mit 5%. Ja, wenn du da jetzt das mal so siehst und da du als Einsteiger erstmal davon ausgehen musst, dass du vielleicht öfters mal eine etwas längere Verlustphase hast, dann überlebst dein Konto dementsprechend mit 5% Risiko eher als mit 10% Risiko. Ist natürlich auch eine Gefahr, dass es plättest, aber es ist anwendbar, keine Frage. Ja? Wenn nicht progressiert wird, richtig genau, wenn nicht progressiert wird, ist es definitiv mit 10% anwendbar, das muss aber jeder für sich selber entscheiden. Ja? Wie gesagt, das sind Bilderbuchbeispiele, ja, die sehr gut funktionieren. Schauen wir mal eben, ich glaube, hier könnte es ein bisschen problematisch werden, oder? Wir haben hier zum Beispiel eine Range, hier bricht er raus, hier der Pullback, auch hier zum Beispiel. Hier ist es auch bilderbuchreif technisch funktioniert. Ja? In der 2-Minuten-Option nicht so wirklich, da haben wir die erste Kerze, oder? Da haben wir die erste rote Kerze, hier haben wir Short. Ja, hätte auch mit einer 2-Minuten-Option geschafft, aber mit einer 15-Minuten-Option. Man sieht, ne, am Anfang kann es natürlich sein, dass er hier nochmal das Tief antestet, versucht nochmal hochzukommen und dadurch dann diese Kerzen-Kerzen-Formationen hier entstehen. Und das ist natürlich für eine 2-Minuten-Option tödlich. Ja? Auch für eine 1-Minuten-Option. Da wäre es sowieso dann tödlich gewesen hier. Weil da wäre man mitten in der Kerze drin und die Kerze geht zum Beispiel hoch. Ja, je nachdem, wie man reinkommt. Und mit der 15-Minuten-Option oder 30-Minuten-Option hätte man dann ein bisschen mehr Spielraum und dann auch mehr Chancen. Ja? Kann natürlich auch gegengesetzt laufen, dass er zum Beispiel bis hier runter geht und dann wieder eine größere Korrektur macht und man ist mit 30 Minuten drin. Also zu lang ist auch nicht gut. Aber ich denke mal, der richtige Faktor ist ab 10 Minuten, 15 Minuten, denke ich mal, wo man dann in Trendphasen das abhandeln kann. Ja, natürlich ohne Gewähr. Bin gerade erst dazu gestoßen. Wie schaltet man den Ton hier ein? Viewer 53. Eigentlich habe ich auf der Webseite ein Video, das erklärt. Aber ich mache auch gerne für dich nochmal eben das Bild an hier. Und dann wechseln wir eben im US-Dollar-Japanisch-Yen rum. Okay, wunderbar. Super. So, Daniel, wird das Webinar aufgenommen oder erklärst du nochmal ganz kurz die Strategie? Das Video wird aufgenommen und ich werde auch ein separates Video machen. Das ist ja ein Workshop-Video hier, dementsprechend, das geht ja gleich mindestens über 2-3 Stunden. Je nachdem, wie lange es laufen ist, 1 Stunde läuft es. Und bei der Strategie-Erklärung, was ich auch auf der Webseite dementsprechend implementieren werde, unter der Rubrik Binäre Option Broker-Test, werde ich explizit ein 2, 3, 4, 5 Minuten Video machen, wo genau dieses Signal dann oder die Strategie dargestellt wird. Weil sonst muss man da jetzt in den Workshop-Videos rum nach vorspulen und dann verpasst man das die halbe Strecke wieder. Und das macht natürlich keinen Sinn. Also ich werde ein separates Video nochmal machen, Daniel. Ja? Super. Euro, US-Dollar-Japanisch-Yen war es? US-Dollar-Japanisch-Yen, da war es. Ah, das ist natürlich eine
nicht so schöne Situation. Obwohl, wir haben hier schöne Tiefpunkte gehabt, wo er Probleme hatte durchzubrechen. Hier haben wir die, ja, das ist natürlich so eine Phase, wenn ich jetzt hier reingehe und sehe, okay, der macht kein neues Tief, hier ist die erste grüne Kerze, dann wäre ich mit der Kerze reingegangen. Wir schauen uns auch das Ganze mal an. So hätte ich es jetzt hier gehandhabt. Wenn ich jetzt diese fahre. Ah, super, wunderbar. Und da schauen wir uns auch mal die Candlesticks an, ob das funktioniert hätte. Das heißt, hier wäre ich dann drin mit einer 2-Minuten-Option. Das heißt, hier oben ist der Öffnungskurs. Ja, das hätte funktioniert. Das hätte funktioniert, ja. Das hätte funktioniert. Das heißt, im Vorfeld wäre ich dann eventuell hier schon reingegangen. Da die erste grüne Kerze, da die zweite. Also wäre ich da direkt reingegangen. Und auch da schauen wir uns mal die Candlesticks an. Hätte es da funktioniert. Ja, wäre knapp gewesen. Wäre knapp gewesen. Ja. Nee, hätte funktioniert. Warte mal, hätte funktioniert. Sehe ich gerade. Da ist die erste grüne Kerze. Das ist die Einstiegskerze. Genau, da wären wir drin. Und da ist der Eröffnungskurs dementsprechend. Ja, doch, hätte funktioniert. Erste Minute, zweite Minute, dritte Minute. Ja, wenn ich Anfang der Kerze reingehe, hätte es ohne Probleme funktioniert. Und wenn ich ein bisschen gewartet hätte in der Kerzenformation auch, dann hätte es ein bisschen knapp werden können. Aber ihr seht, es hätte funktioniert. Ja, mit einer 2-Minuten-Option. Und mit einer 1-Minuten-Option wäre es schwierig gewesen. Ja, obwohl, mitten in der Kerze, wenn ich am Anfang der Kerze drin gewesen wäre, ganz knapper. Ja, deswegen auch die 2-Minuten-Option gewählt. Und mit einer 5-Minuten- oder 10-Minuten-Option, dann wäre es natürlich nicht gerade gut gegangen. Ja, und das ist natürlich der Punkt bei binären Optionen. Da geht es nicht um Kurswerte, sondern um Zeitwerte. Ja. Und da habe ich für mich eigentlich herausgefunden, dass da die 2 Minuten eigentlich ganz optimal sind. Das soweit zum US-Dollar-Japanischen. Also zwei Einstiegssignale, hier einmal dementsprechend. Hier hätte ich es dann vielleicht auch nochmal probiert. Das heißt, der hätte vielleicht, was heißt vielleicht, der wäre nicht gegangen. Dann wäre das hier ein zweiter gewesen quasi. Also hier, der zweite gewesen, der hätte funktioniert. Und hier hätte ich wieder mit dem Einer, sprich mit 5 Euro, mit dem Startkapital dann gestartet. Und das hätte auch dann dementsprechend funktioniert. Ja, das soweit dazu. Und jetzt diesen Verlauf würde ich dann ganz klar erstmal abwarten, weil wir sind jetzt hier wohl offensichtlich in einer Stabilisierungsrange. Das sieht man dann sehr deutlich, glaube ich, im 5-Minuten-Chart. Ja, da würde ich jetzt wirklich auf den Ausbruch auswarten. Ausbruch und dann dementsprechend eventuell hier oder hier dementsprechend auf Short-Signale achten und dann vielleicht eine Short-Option mit 2 Minuten nehmen. Und dann, wenn er korrigiert ist und hier dementsprechend den Ausbruchspunkt nochmal Long-Signale gibt, dann würde ich hier nochmal Long versuchen. Also so kann man das dann dementsprechend machen. Ja? Weil von der technischen Analyse her ist es ja im Endeffekt auch gar nicht mal so uneindeutig. Wir sehen hier ein schöner Widerstandsbereich. Hier in dem Bereich ist eine Unterstützung, aber wenn der Kurs von unten nach oben kommt, ist es für mich ein Widerstandsbereich. Dann sehen wir hier Hochpunkte dementsprechend, so eine kleine Pufferzone. So, von hier bis hier, das ist für mich die Pufferzone hier und hier bricht er aus dem Bollinger Band raus und hier bricht er auch diese Hochpunkte dementsprechend. Colin, kein Thema. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen Spaß gemacht und wie gesagt, die Aufzeichnung kannst du ja hinterher nochmal anschauen, wenn alles funktioniert, aber ich denke mal schon. Und wie gesagt, hier der Ausbruch dann und hier könnte man dann nochmal dementsprechend auf Short-Signale achten innerhalb dieser Pufferzone, wenn da welche kommen, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon hoch, dass nochmal eine Korrektur entsteht. Und wenn wir jetzt eine Korrektur machen und ich bis zu diesem Tief oder bis in diese Pufferzone rein hier zum Beispiel und dann er nochmal dreht, dann war es ein Ausbruch, ein Pullback und eventuell testet er dieses Hoch nochmal an. Der Trend ist allerdings jetzt hier im 1-Minuten-Chart Short, ganz klar. Wir haben aber auch kein neues Tief und von daher würde ich diese Stabilisierung ganz klar abwarten erstmal. Das soweit dazu. So, 3 Minuten noch. Sind irgendwelche Fragen da? Möchte irgendjemand mit mir quatschen? Ich mache mal eben Mikrofone alle frei. Denn wir müssen jetzt ein bisschen Zeit überbrücken, weil dementsprechend gleich die Nachrichten kommen. Okay, ich merke schon, das wird ein bisschen schwierig. Nee, das bringt überhaupt nichts. The conference is now in presentation mode. Das ist natürlich der Nachteil an dieser Software. Ich kann keine Mikrofone einzeln freischalten. Zumindest habe ich dann noch nicht herausgefunden, wie das geht. Chaos am Mic, genau. Nee, also einzelne Mikrofone kann ich leider nicht freischalten. Das ist der Nachteil bei dieser Software. Aber ja gut, was will man da auch für ich glaube, 13 Euro im Monat erwarten. Ne? Sag ich mal ganz ehrlich. Gut,
Das soweit dazu. Aber ansonsten könnt ihr im Chat reinschreiben, wenn Fragen da sind, Anregungen da sind. Oder ihr könnt ja mal ein Feedback geben. Gefällt euch das so von der Strategie her, wie man das so umsetzt? Oder habt ihr da kritische Punkte dementsprechend? Klar, brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist eine Zockerstrategie, brauchen wir gar nicht drüber reden. Progressive Strategien sind immer ein bisschen riskanter als die normale Money Management Strategie. Keine Frage, aber wer darauf steht, und da stehe ich halt drauf eben dementsprechend. Und das mag ich an diesem Money Collector auch dementsprechend. Und das ist halt mein Ding irgendwo. Ne? Jeder vierte Trade geht schief. Was heißt schief, Hombre? Meinst du, weil ich hier in der Tabelle die 40% hatte? Oder wie kommst du jetzt auf jeder vierte Trade? Also ich glaube, was heißt glaube ich? Ich glaube, ich habe da noch gar nicht so wirklich drauf geachtet, ob jeder vierte Trade schief geht oder wie oft jeder schief oder wann jeder schief geht. Ich glaube, das kommt einfach darauf an. Mal hat man Glück und mal hat man halt dementsprechend Pech und mal ist es halt so, dass man gute Unterstützung hat oder gute Unterstützungszonen hat und mal ist es so, dass man einfach zu hastig in den Markt reingeht. Ach, wegen der Progressionshäufigkeit, okay. Jetzt verstehe ich auch langsam, was du meinst, genau. Gehen wir einfach mal in diese Tabelle nochmal rein. Das kann man so jetzt nicht sagen, jeder vierte Trade geht schief. Wir können uns ja mal die Handelshistorie angucken. Normalerweise müsste die noch aktuell sein. Von gestern. Ist das von gestern noch drauf? Können wir mal schauen. So, was haben wir denn heute? Den 6., ne? 28. meine ich. Ja, von gestern ist noch drauf. Ja, dann gucken wir uns das nochmal an. So, ist noch alles drauf? 17, 29, das müsste eigentlich passen. Ja, das sieht man hier. Der erste dementsprechend war sofort ein Vierer und dann kam ein Zweier dementsprechend, dann hatte ich noch ein Zweier, dann hatte ich einen Vierer wieder. Das heißt, das war natürlich die Anfangsphase und dann kam auch zwischendurch mal ein Einer. Wie gesagt, vier Einer hatte ich und die meisten Zahlen waren halt dann progressiv dementsprechend. Könnt ihr euch ja dementsprechend mal anschauen. Ne? Hier hatte ich einen Einer, dann hatte ich einen Zweier dementsprechend. Dann hatte ich hier noch einen Einer, dann, also man kann jetzt nicht sagen, jeder Vierte. Also ich würde eher sagen, dass jeder Zweite schon fast schief ging. Im Endeffekt, wenn man davon schief sprechen kann. Also non-progressiv, das so zu handeln, wie ich das jetzt mache, ist also nicht wirklich vorteilhaft in dem Fall. Da würde ich dann eher größere Zeiteinheiten nehmen, beziehungsweise längere Ablaufzeiten. Ja, das soweit dazu. Ne? Das sind halt die Daten und die Fakten. Und warum soll ich da jetzt irgendwas verschönern? So sieht es halt nun mal eben aus. Und ja, ich bin trotzdem zufrieden damit. Mit dem, was wir bis jetzt erreicht haben. Ein Trade haben wir gemacht. Jetzt sind gleich Nachrichten oder sind eigentlich schon Nachrichten. So, gucken wir mal eben, wie die Entscheidung ausgefallen ist. So. Ja. Da muss sein. Ja klar, ich sprich natürlich noch. Aber im Moment sieht das auch nicht so aus, als wenn großartig etwas passiert. Es war auch nicht als sehr starke Bewegung angezeigt. Dementsprechend gehe ich mal davon aus, dass wir gleich wieder neue Signale suchen können. So, hier habe ich mir was markiert, dann gucken wir nochmal. Achso, das müssen wir mal eben sauber machen. Das könnte verwirren. Ja, das ist doch gar nicht mehr so uninteressant. Müssen wir halt nur noch ein bisschen warten, wenn wir innerhalb der oberen Range kommen.
So, er hat dieses Tief jetzt nochmal angetestet. Hat es dann halt hier nicht geschafft durchzubrechen. Und geht es quasi, ja, dieses Hoch, diese Zone hier vielleicht nochmal antesten. Das ist quasi die Stabilisierungsrange hier. Also ich schaue mir da auch schon die Candlesticks dann trotzdem nochmal an, wie das Ganze dann verfährt hier. Halten wir mal fest. So, was haben wir sonst noch? Das, sowas hier ist völlig uninteressant, das könnt ihr vergessen. Schöne, klare Phasen brauchen wir. Sowas wie hier zum Beispiel, sowas wie hier. Aber das ist zum Beispiel Gillefit. Das könnt ihr dann sofort rausschmeißen. So, ist es so, dass wenn du nur nach den Farben des Indikators gehst, weniger Verlusttrades hast, dann könnte man ja jede Kerze traden. Der Durchsatz wäre dann höher. Ja, weißt du, dass ich am Anfang auch gesagt habe, also ich würde, da ich nicht weiß, wie lange wirklich diese Kerzenformationen so laufen, ja, diese Move jetzt, sage ich mal so, wenn ich hier ein Signal gewonnen habe, könnte man natürlich nachlegen, keine Frage. Aber ich mache es grundsätzlich so, wenn ich hier gewonnen habe, dann ist für mich hier auch erstmal Feierabend, dann warte ich auf das nächste Signal. Rein theoretisch könnte man, wenn man jetzt hier sieht, eine 1, 2, 3 Long-Formation, wenn man jetzt in einer intakten Trendphase wäre, das ist natürlich jetzt hier nicht so ein schönes Beispiel, wie ich das gerne zeigen wollte. Hier auch nicht so. Wir haben vorhin eine schöne Trendphase gesehen. Ja, ich sag mal so, also diese Beispiele kann man schon nehmen. Wenn wir das Ganze jetzt links mal einfach außen vor lassen, sondern einfach nur sehen, okay, wir haben jetzt hier eine Abwärtstrendphase, ja, wir haben hier fallende Hochs, beziehungsweise keine steigenden Hochs und fallende Tiefs dementsprechend, also eine Abwärtsphase, dann hätte man jetzt hier, wenn man hier anfängt, dementsprechend Short zu gehen, hätte man hier natürlich noch weiter Short gehen können, aber du siehst, die Trendphasen sind hier, oder die Shortphasen sind jetzt hier auch dementsprechend innerhalb dieser Range dann drin. Und von daher ist das eigentlich doch nicht so ein schönes Beispiel, wie hier zum Beispiel. Ja, da hätte man natürlich nochmal nachlegen können. Ja, aber wie weit geht das Ganze? Bis zur nächsten Unterstützung oder siehst du die Unterstützung dann richtig? Kann auch sein, dass er hier dann dementsprechend nochmal abprallt, weil hier die Hochpunkte dementsprechend sind. Das weißt du im Endeffekt nicht. Von daher ist das schon ein bisschen riskanter. Ja, es gibt YouTube-Videos, wo das genau gemacht wird, wo man sagt, okay, man hat einen Short-Trend, also suche ich mir die Short-Trends raus und gehe Short, 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 Short mit einer 1-Minuten-Option. Komischerweise klappt es in den Videos dann halt immer, aber da gebe ich keine Garantie drauf, also sage ich dir ganz ehrlich. Also ich persönlich handhabe das so, dass ich auf das Signal warte, habe ich das Signal, dann nehme ich es. Wenn es funktioniert, okay, dann bin ich auch raus und freue mich über den Gewinntrade und warte erstmal ab, was macht der Markt. Ja? Und warte dann gegebenenfalls auf das nächste Signal ab. Das reicht vollkommen, ja, wenn du dann dementsprechend 3 bis 4, 5 Trades jeden Tag schaffst. Ja, auch wenn sie progressiv sind, aber mit der Summe dementsprechend, die wir jetzt hier haben, wächst dein Konto dann eher. Als wenn du jetzt versuchst, hier massig dann 30, 40, 50 Trades zu machen. Ist schon sicherer, ganz genau. Ne? 30, 40, 50 Trades zu machen und dann doch irgendwie durch die Progression dann anfängst, irgendwie nicht mehr auf Einstiegssignale zu achten, sondern nur noch auch auf Goldanwender. Klar, können wir gleich mal gucken, Christoph. Und dann dementsprechend doch irgendwann in die 5., 6., 7. Position reinkommst und ein Konto damit plättest, ja. Dann doch lieber smarter traden und das Ganze länger laufen lassen. Das heißt, den Aufbau des Kontos dann dementsprechend länger einplanen. Jetzt nicht einplanen, dass du sofort nächste Woche 14.000, 15.000 Euro auf dem Konto hast. Ist mit Sicherheit möglich, keine Frage. Nur die Frage ist natürlich, wie viel Risiko will ich dafür eingehen, ne? Oder, ne? Mit Sicherheit. Der ein oder andere, wenn ich viel Risiko reingehe, kann ich auch. Ach, brauchen wir gar nicht weiter drüber reden hier. Denk mal.
Reicht bis Ende der Woche. Alles klar. So, Gold. Dann wollten wir mal Gold reingucken. Der Christoph hatte gefragt, wie es mit Gold aussieht. Im Endeffekt ist das eigentlich, behaupte ich jetzt einfach mal, auch auf DAX-Werte, Indizes, Rohstoffe, Forex, vielleicht sogar auch auf Aktien anwendbar. Allerdings habe ich mit Aktien da jetzt in der Hinsicht manipulativ keine Erfahrung gesucht, gesammelt, wie auch immer. Von daher kann ich nicht wirklich was sagen. Gucken wir uns noch einfach mal den Chart hier an. Wobei der Gold und der Silber natürlich dann schon eher ein bisschen zickiger sind, muss ich ganz ehrlich sagen. Da gebe ich dir vollkommen recht, Christoph, wegen der Frage. Man sieht jetzt hier diese Phasen, da ist das natürlich ein bisschen schwieriger. Ja, das heißt, hier hätte ich das Short-Signal dementsprechend. Wenn ich dann jetzt hier Short gegangen wäre, das hätte natürlich überhaupt nicht funktioniert. Dann komme ich aber in der Range und funktioniert das Ganze aber auch. Oder kommt die Regel der Range, tritt dann in Kraft und die sieht dann folgendermaßen auch so aus. Dann habe ich jetzt hier ein Fehlsignal. Ja, da würde ich dann Long probieren. Wir haben hier eine grüne Kerze, Long probieren. Hätte auch hier nicht funktioniert, dann wäre ich jetzt hier reingegangen, dementsprechend hier hätte es dann Short probiert, funktioniert. Ja. Das sind dann, wenn ich merke, okay, der Trade funktioniert nicht, ich bin jetzt hier Short zum Beispiel und der kursiert innerhalb dieser Range, das erkennt man ja relativ schnell auch schon. Dann zeichnet man sich so eine Linie ein wie hier, eine Range-Linie quasi, und dann nimmt man die Ausbrüche dann quasi mit. Hier der Ausbruch hätte auch nicht funktioniert, hier der Ausbruch zum Beispiel hätte funktioniert. Ja? In der Richtung. So würde ich das dann dementsprechend machen. Gut. Ansonsten, ja, das mit der Range ist natürlich hier schon, ja, schon heftig. Christoph, gebe ich dir vollkommen recht, gar nicht mal so ungefährlich. Er hat sehr viele Stabilisierungsphasen, bevor der erstmal richtig ankommt. Ah, doch, gebe ich dir recht. Doch, gebe ich dir recht. Ah, okay, alles klar. Gut, ich korrigiere meine Antwort. Wundert mich jetzt so ein bisschen. Zwischendurch funktioniert das zwar, aber aufgrund dessen, dass er doch zu häufig so rumzickt hier dementsprechend, Gold bzw. Silber. Gebe ich dir vollkommen recht, dann würde ich es doch lieber auf andere Sachen, wo mehr Trendphasen dann auch dementsprechend entstehen, nutzen. Doch, muss ich dir recht geben. Ja. Das sieht nicht so schön aus im Nachhinein. Ja, aber im Prinzip, wie gesagt, man muss dann halt diese Phasen abwarten und wie hier zum Beispiel, ach, das ist Kinderscheiße, das ist Scheiße, das macht keinen Spaß. Ja, also lasst mal Gold und Silber weg. Ganz klar. Da gibt es bestimmt noch andere Währungspaare, wo es dann wirklich interessanter läuft. Weil das ist dann doch ein bisschen heftig. So, okay, gucken wir mal weiter. Ah, hier. NZD US-Dollar. Auch gegen den Trend, Homeboy. Auch gegen den Trend. Das heißt, quasi wäre ich jetzt hier long gegangen und hätte es dann probiert. Ist das schon die Kerze oder ist das nicht die Kerze? Doch, das ist die Kerze. Da haben wir die grüne Kerze, ist natürlich ziemlich weit Lauf. Ne? Also da muss man natürlich gucken. Aber nach dem Signal, und darum geht es ja dementsprechend auch, wollen wir einfach mal gucken, ob das Signal funktioniert hätte. Ich vermute mal eher nicht, weil die Mittellinie und dieser Widerstandsbereich zu nah dran ist. Aber schauen wir einfach mal. Ein bisschen müssen wir noch warten. Also bis Viertel vor warten wir halt dementsprechend noch und dann können wir halt anfangen auch wieder zu traden, denke ich mal. Weil dann ist die Kiste auch schon durch. Das heißt, diese Option, hier wäre ich rein, direkt mit Beginn der Kerze zum Beispiel. Und im Moment sieht es aus, die erste Minute ist rum, die zweite Minute endet auch gleich. Und das sieht im Moment so aus, als wenn es ein Break-Even wäre oder ja, jetzt sogar ein Minus wäre. Und dann müsste ich halt gucken. Ah, jetzt geht er sogar noch hoch. Das kann natürlich dann auch passieren, das Schöne an 2 Minuten, dass er dann die ganze Zeit rumkursiert und dann doch wieder hochgeht. Peter Hirsch, einen Blick hin. Hallo, ich bin gerade in einem Workshop, also dann müssten wir morgen nochmal telefonieren. Dankeschön, Wiederschauen. So, geht weiter. Okay, alles klar, die hätte doch funktioniert. Aber da, wenn er so stark läuft, dann kann man auch wirklich sagen, okay, dann vorsichtig sein, weil dann kann auch häufig mal nochmal die nächste Kerze eine Korrektur machen. Irgendwie habe ich heute nur Trades, die dann funktioniert hätten. Das ist natürlich blöd. Ich hätte gerne mal Trades, die nicht funktioniert hätten.
dass ich dann euch dann mal ein bisschen was zeigen kann dementsprechend. Aber ihr seht, vom Signalgebung her ist es ein Prinzip ganz einfach gewesen. Wir haben die Kerze abgewartet, sind jetzt hier long dementsprechend. Nennen es Glück oder nennen es Zufall, kann auch sein, klar, keine Frage, aber im Moment sieht das ganz gut aus. So, hier mit dem Trend zum Beispiel, auch eine interessante Kiste. Wir sehen jetzt hier quasi das Bohninger Band. Das sind ganz eindeutige Sachen hier. Wenn er hier runterschießt, dass er das tief nochmal antestet, beziehungsweise sehr häufig dann bis zum Ende des Bohninger Bandes geht und dann nochmal abprallt oder runter geht. Wenn er jetzt hier rausbricht, könnte man einen Short nehmen. Ich hätte dann zum Beispiel, Stochastik ist jetzt allerdings nicht im überkauften Bereich, würde ich da noch warten. Ansonsten schauen wir mal, wie das hier aussieht. Wenn man jetzt nur nach dem Signal geht, da hätten wir ja hier, so, da hätten wir jetzt hier die erste rote Kerze und hier würde man Short gehen. Nach dieser Strategie dementsprechend, wenn man jetzt nur davon ausgeht. Das heißt, hier wäre man Short und hier ist die dritte Minute, also auch da hätte es funktioniert. Das wäre aber ein Signal, wo ich dann noch wirklich warten würde. Also, wenn das in der Kombination wäre, hier Mittellinie dementsprechend, dann das Short-Signal, dann würde ich schon eher probieren. Aber bricht er hier raus, klar, könnte man hier jetzt Short das Ganze antesten. Kann aber auch sein, dass er das nochmal antestet, wegen der Mittellinie dementsprechend, aber der bricht jetzt hier raus. Und dann ist natürlich entscheidend, macht er ein neues Tief oder testet er es nur an. Wenn er es hier antestet und dann hochgeht und hier dementsprechend die Trendlinie quasi bricht und über der Mittellinie kommt, dann kann es sein, dass er dieses Hoch hier nochmal antestet. Dann könnte man hier dann dementsprechend schon auf Long-Signale setzen. Wir gucken uns da aber auch mal lieber den 5-Minuten-Chart oder eine größere Charteinheit an. Da sehen wir hier dementsprechend, das reicht mir noch nicht. Ne, der hat noch Luft nach unten. Da geht noch was. Und er testet das hoch an und geht dann runter. Testet dieses Tief an. Kann auch sein. Aber auch hier mit dem Trend, wie gesagt, mit der roten Kerze, wäre knapp gewesen, aber hätte auch funktioniert. Von daher auch eigentlich schon wieder langweilig. So, 46. Ich will ein bisschen traden und dann gucken wir nochmal. So. Hier ist eigentlich eher weniger was, außer das könnte vielleicht interessant werden, wenn er hier dementsprechend das Tief antestet und es nicht bricht. Aber ich gucke mal eben nach schönen Trendphasen, schön quasi in Anführungszeichen Momentumbewegungen, die ich haben möchte. Weil im Moment viel gequatscht, nur ein Trade gemacht, oder? Wenn ich das richtig sehe. Ja, und auch noch ein direkter. Okay. Das sieht doch interessant aus. Wo ist dann der Schweizer Franken? Gucken wir uns den 5-Minuten-Chart an. Ganz klares Long-Momentum. So, vom Bohninger Band her. Ja, da muss ich mir einen höheren Widerstand suchen. Das heißt, den muss ich mal ein bisschen anpassen. Also das gehört schon noch dazu, dass man sich da dementsprechend potenzielle Widerstände auch raussucht. Das reicht mir eigentlich schon. So, da hat er jetzt. Ja, wenn er da jetzt am Bohlinger Band kommt, in Kombination mit diesem Widerstand und dann ein Short-Signal kommt, würde ich Short probieren. Stellt schon mal ein, US-Dollar, Schweizer Franken. Ich mach den Chat mal hinzu, das nervt jetzt ein bisschen.
US-Dollar, Schweizer Franken haben wir gesagt 73%. Dann passen wir das auch mal hier an. Ist auf 73%. Okay. Wir wollen Short, nicht 25, sondern 5 Euro. Jawohl. So, die Aufnahme läuft noch, ne? Jawohl. Jetzt mache ich den Chat mal wieder auf. Ton noch alles da oder gibt es da schon jetzt Anzeichen von Problemen? Einmal kurz antworten bitte. Läuft? Ja, super. Ja, weiß gar nicht. Dann hat das wohl offensichtlich doch nur an dem Montag gelegen. Der verflixte Montag. Alles da, super, wunderbar. So, jetzt achte ich dementsprechend auf die Kerzen. Super. So, wenn ich mir das jetzt hier anschaue, wir haben jetzt hier den Ausbruch dementsprechend. Hier haben wir die nächste Unterstützung im Tick-Chart, wenn man das als Tick-Chart hier bezeichnen kann. Jetzt warte ich dementsprechend auf die interessante Kerze. So, eben kurz gucken. 2 Minuten passt auch. Jawohl. Okay, jetzt heißt es warten. Also zumindest haben wir hier ein Potenzial, dass eine Korrektur kommen kann mit diesen, mit dieser Pufferzone dort oben. Da haben wir die erste rote Kerze. Oder doch noch nicht. Das meine ich damit. Am Anfang sah es dann rot aus und jetzt kann es auch nochmal grün werden, also sollte schon eine bestätigte Kerze sein. Wenn die allerdings jetzt runterbricht und hier dementsprechend bis hier runter geht, in einen Zug, dann würde ich nicht sofort short gehen. Dann hat er hier eine Korrektur gemacht bis zur Mittellinie, bis zum Ausbruchspunkt hier und dann ist die Wahrscheinlichkeit nochmal hoch, dass er nochmal Wahrscheinlichkeit da, dass er nochmal hoch geht, dann würde ich den Trade erstmal sein lassen. Aber wenn das jetzt innerhalb dieser Kerzenformation hier passiert, dass wir dann eine Shortkerze kriegen, also eine rote Kerze, dann würde ich zumindest mal riskieren. Was natürlich sein kann, dass er dann nochmal hier das hoch antestet. Aber das sehen wir dann. Ja, scheint wohl eine kleine Stabilisierungszone zu werden. Also Potenzial bis hier oben hin hat er auf jeden Fall noch, wenn er hier rausbricht. Ja, wenn wir jetzt nach einem anderen Chart gucken, dann ist es vorbei gleich. Also müssen wir jetzt hier ein bisschen Geduld haben. Na, ich vermute mal, dass er mich hier gleich erstmal verarscht. Wird eine rote Kerze. Dann steige ich hier Short rein, dann geht er bis hier runter und dann prallt er hier nochmal ab. Das vermute ich mal eher, dass er mich da so ein bisschen verarschen wird. Schon ganz stark sogar. Aber schauen wir mal. Bei hier genauso. Hier haben wir eine rote Kerze dementsprechend. Hier haben wir eine grüne Kerze und hier auch dieses, das ist das, das ist ein schönes Beispiel. Ja? Wie ich dann halt umdenke quasi auf Long. Wir haben dann hier eine grüne Kerze, die bestätigt ist. Wir haben auch den Ausbruch nach oben. Was jetzt hier noch passiert, ist ein kleiner Pullback.
und dann geht es wieder long. Das heißt, wenn die Kerze, nächste Kerze hier diesen Hochpunkt nach oben durchbricht, sprich hier, würde ich dann long gehen. Weil hier würde ich ja nicht short gehen nochmal, ja, weil ich ja keine rote Kerze habe, sondern hier der Ausbruch dann dementsprechend, ne, das ist DSI-technisch die Variante, ja, Bollinger Band über den aktuellen Kurs und hier der Ausbruch aus von diesem Hoch dementsprechend Kursziel Ende des Bollinger Bandes, das ist DSI dann dementsprechend, so kann man es halt kombinieren. Ja, gut, dass ich jetzt im Gespräch war, sonst wäre ich jetzt hier nämlich schon short drin, das ist genau das, was ich meine. Da wir aber jetzt hier diese Pufferzone dementsprechend haben, würde ich das jetzt hier nicht anwenden. Hier haben wir dann zum Beispiel noch ein bisschen Luft nach oben. Und hier sehe ich oder habe ich schon lokalisiert dementsprechend, dass wir, dass er dorthin geht und dann eventuell nochmal, oder das Potenzial da ist, dass er da nochmal abprallt. Deswegen würde ich das hier jetzt nicht machen, hier schon. Ja, weil hier haben wir ja auch hier den Ausbruch. Das sind so die Feinheiten, wo ich dann eher drauf achten würde. Und deswegen sage ich ja, also für einen Einsteiger, der da im Endeffekt noch keine Erfahrung mit hat, ist diese Strategie, einfach auf die Signale zu achten, ein bisschen kompliziert, glaube ich. Aber da arbeite ich noch dran. Ich weiß noch nicht, ob ich es hinkriege, aber schauen wir mal. So, das heißt, er hat das Hoch nochmal angetestet. Ne, dann auch auf 2 Minuten. Dann auch auf 2 Minuten. So, da ist jetzt... Aha, warte, ich bin short. So, ihr habt gesehen, rote Kerze. Hier die nächste Kerze so schnell wie möglich short. Da bin ich eigentlich ein bisschen spät reingegangen, aber hat noch gepasst, oder? So, das ist das Problem, was ich meine. Jetzt kommt er an der Mittellinie dementsprechend. Und dann kann es natürlich auch sein, dass er hier jetzt nochmal abprallt und noch hochgeht. Dass er mich quasi hier verarscht, so wie ich das vorhin angesprochen habe. Ja, das sieht wohl so aus. Das heißt, ich werde schon mal die nächste Progression einplanen. Denn Glück hat immer der, der vorbereitet ist. 19,18 Euro, da ich aufrunden muss, mache ich 20 Euro dementsprechend. Das ist ja hier schon mit einkalkuliert. So, das heißt, gucken wir mal hin. US-Dollar, Schweizer Franken. 20 Euro. Und im Moment noch auf Short. Oder die macht der 2 Minuten, in Anführungszeichen macht der 2 Minuten tritt in Kraft. Und dass die erste Minute natürlich nicht funktioniert hat und dann die zweite vielleicht doch noch hier runterkracht, aber das glaube ich eher weniger. Sondern ich denke mal, dass er hier das Hoch nochmal antestet und dann eventuell. Aber das sehen wir dann gleich. Jetzt geht es hier um eine Pipette oder was? Tja, so ist das. Ja, 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 ja. Na, hallo? Das wird nichts. Aber wir haben noch ein Short-Signal. Wo ich da raus, gehe ich Short. Muss ich natürlich gucken. Macht es spannend. Boah, ich komme mir gerade vor, als hätten wir 23 Uhr oder sowas, so wie der Kurs hier läuft. Passiert eben gar nichts hier. Ansonsten würde ich sagen, Ausbruch auf der Range, Pullback dementsprechend und dann Short, wenn er hier durchbricht nach unten. Oder er macht eine Korrektur bis zur Mittellinie und geht dann hoch und testet dieses Hoch hier an. Deswegen warte ich jetzt noch den Ausbruch ab, weil jetzt kommt nämlich dementsprechend die Range-Variante.
bei dem Aus die Ausbrüche dann traden. Und ich hoffe, dass ich das so schnell signalisiere oder realisiere, dass ich auch gut reinkomme. Aber das ist so endlich mal ein spannender Trade jetzt hier. Das meine ich mit Zucken in den Fingern. Jetzt bin ich da rausgekriegt. Naja, okay. Das war natürlich die falsche Variante. Das heißt, da hätte ich noch nicht rein gemusst, aber irgendwie hat mein Finger ja schon gezuckt. So ist es immer. Das heißt, dritte Stufe muss ich schon mal vorbereiten. Das ist natürlich ein wilder Trade jetzt, aber egal. So, 46 sind es dann. Keine Panik, ist noch alles gut. So, ist noch der Schweizer Franken, das ist 46. Das heißt, er testet quasi diese Nummer nochmal an. Und bricht er da jetzt quasi raus, dann würde ich mich short positionieren. Aha, die läuft noch. Muss man noch warten. Das wäre ein Hammer, wenn wir den noch gewinnen. Die macht der 2 Minuten. Sei mit mir. Wenn, dann wird das ein knappes Ding. Oder ein schöner Breakout. Jawohl. Gucken wir an. Alles klar. Nehme ich auch gerne mit. Also spätestens hier würde ich dann halt mich short positionieren. Hier, das war noch zu früh, das war jetzt reiner Zufall. Und spätestens hier dieser Breakout, das ist von dieser Range-Variante, von der Stabilisierungs-Range-Variante, was ich meinte. Und so sieht es dann halt aus. Das heißt, wir haben jetzt keine 3 Euro gemacht, weil es ein Doppelter war, sondern knappe 8 Euro, quasi das Doppelte, wenn ich richtig gelegen habe. Jawohl, der war ein Gewinn. Ja, ein bisschen Glück hat auch dazu, ist richtig. So, was haben wir gemacht? 9 Euro haben wir sogar gemacht. Plus die Rückvergütung natürlich. Das ist natürlich nicht ganz so viel. 1% dementsprechend. Aber trotzdem, Geld ist Geld. Und jetzt hier nehmen wir die nächste Kerze mal mit, weil hier wäre ich ja eigentlich jetzt rein. Hier war der tatsächliche Ausbruch. Und auch hier sieht es dann so aus, als wenn das auch ganz gut funktioniert hätte. Ja? Also ihr seht, das ist, es macht schon Sinn dementsprechend, dann hier abzuwarten und jetzt nicht hier short, short, long, long, short, short, sondern erstmal gucken, was macht der Markt überhaupt, in welcher Phase sind wir. Und ich habe das jetzt live gesehen, deswegen fand ich das gut, dass dieser Trade jetzt mal so war. Das war ein Glückmoment, keine Frage, weil der tatsächliche Einstieg, der wäre jetzt hier gewesen. Ja? Dazu irgendwelche Fragen? Ich denke mal, das war einleuchtend genug, oder? Keine Fragen? Gut, okay. So, wir uns den nächsten Trade. Ja, den fotografiere ich mal. Der war mal interessant. So, dazu. Okay, nächster Trade. So, das könnte auch interessant werden. So, was ich hier auf Anhieb sehe, ist, dass wir hier in diese Zone reinkommen. Da markiere ich doch erstmal alles sauber erstmal. Gucken wir den 5-Minuten-Chart an.
Aha. Er hat also noch Potenzial bis zum Ende des Bodinger Bandes. Das heißt, da markiere ich mir das Ganze auch. Falls er da rausbricht, die Tiefpunkte. Hier hat er eine Unterstützung. Hier die Unterstützung. War das nicht das Beispiel, was wir vorhin hatten, wo wir short gegangen sind? Ostdollar, Kanadisch Dollar? Ich meine schon, ne? Guck mal, wie schön der abgegangen ist. Das ist ein Hammer. Nichtsdestotrotz, wir haben jetzt hier ein dreifaches Tief, was angetestet wurde. Ihr seht es hier, einmal, zweimal, dreimal und jetzt bricht er natürlich hoch. Und das ist der Fall, so eine Kerze würde ich dann nicht nehmen. Ja, von daher ist es auch ganz gut, dass wir diesen jetzt gesehen haben. Das ist ja die, quasi die Signalkerze für Long. Die ist aber so stark, dass die bis zur Mittellinie geht und bis zu diesem Ausbruchspunkt. Das heißt, wenn wir jetzt hier Long gehen würden, kann es möglich sein, dass die nächste Kerze wieder runter geht, weil wir ja eigentlich hier einen Ausbruch haben, hier einen Pullback haben bis zu diesem Ausbruchspunkt. Und dann kann es sein, dass die Kerze wieder sinkt. Und da ich das aber nicht weiß, würde ich dieses Signal dann auslassen. Das ist definitiv klar, solch eine starke Bewegung. Kann aber auch sein, dass er natürlich weiter steigt. Aber da ich nicht sicher bin und eher darauf tippe, dass jetzt die nächste Kerze erstmal short geht, würde ich erstmal auf den Pullback abwarten und dann mal gucken, wie die Situation aussieht. Können wir mal diesen Trade beobachten, was da passiert. Quasi, wenn man den genommen hätte, müsste man jetzt hier mit der Kerze reingehen, aber wie gesagt, bei so einer langen Momentumkerze, da warte ich erstmal ab. So, ich hole mir mal noch einen Kaffee. So, ja, die erste Minute sieht schon mal gut aus, die zweite Minute sieht auch nicht schlecht aus, aber das wäre mir zu unsicher gewesen. Wenn man sich nicht sicher ist, auch wenn er hinterher funktioniert, man braucht gar nicht sagen hinterher, ach scheiße, hätte ich den mal genommen, der hätte funktioniert. Hätte, hätte Fahrradkette, sage ich immer. Wenn man sich nicht sicher ist, einfach aus dem Markt rausbleiben, fertig. Ganz einfach. Das sieht aber gut aus. Das wäre ein Gewinntrade gewesen auch. Gucken wir mal noch. Gut, gucken wir das nächste Signal. Zack. So, hier sowas, das könnte auch knicken. Sowas könnte auch knicken. Sowas. Würde ich erstmal. Ja, da wäre ich aber vorsichtig. Ist auch nichts Interessantes. Weil er kann jetzt hier wieder abprallen, kann aber auch dementsprechend bis hier runtergehen, kann hier runtergehen, kann aber auch weiter runter steigen oder hier innerhalb der Range sich rumkursieren. Und 4,57, hallo. Ihr könnt übrigens hier euren Namen auch eingeben, wenn ihr wollt. Das macht vielleicht Sinn. Natürlich der Nachteil, wenn ich den Raum für alle komplett offen lasse. Bei einer Anfrage, da muss man halt seinen Namen vorher angeben. Aber okay. Man kann es ja auch inkognito machen. Ja. Auch hier schauen wir mal. Australisch Dollar, US Dollar war wieder im Signal.
Da haben wir die erste grüne Kerze gehabt. Hier wäre der Long-Einstieg gewesen. Ich glaube, die zweite entscheidende Kerze ist noch da. Aber das sieht im Moment, hier wäre dann der Einstieg gewesen in etwa. Je nachdem, wie man beim Broker reinkommt. Und das ist die zweite Minutenkerze quasi, die das alles Entscheidende bringt. Sieg oder Niederlage. Aber das sieht im Moment ganz gut aus. Ich sollte mir vielleicht mal angewöhnen, weniger zu quatschen und mehr zu traden. Weil ich habe festgestellt, in den Live-Workshops, da mache ich viel wesentlich weniger Trades, als wie gestern zum Beispiel. Gestern hätte ich um diese Uhrzeit schon 10 Trades gehabt. Aber so ist es im Moment. So, das mache ich mal sauber. So, für euch da zu Hause mache ich mal eben auf Pause, sonst wird das Video zu lang. Und nehme euch gleich wieder mit. So, ich nehme euch mal wieder mit. Im Endeffekt habe ich jetzt verpasst, quasi die Camtasia-Software wieder einzuschalten. Aber wir sind kurz davor, einen Trade einzugehen, beziehungsweise eigentlich hätten wir schon eingehen müssen. Das heißt, hier war das Signal dementsprechend. Und diese Kerze ist quasi die Einstiegskerze oder wäre die Einstiegskerze gewesen. Wir haben jetzt hier tief angetestet und hier wären wir dann rein theoretisch long gegangen mit der ersten Formation. Idealerweise der Ausbruch über der Mittellinie dann dementsprechend, dann wäre es natürlich interessanter. Ansonsten kann er jetzt hier nochmal quasi in diesem Bereich hier nochmal abprallen, aber schauen wir mal. Wie gesagt, wenn man jetzt hier long geht zum Beispiel und dann passiert das, was jetzt hier passiert, dass er hier doch wieder rausbricht und wir die Option dann verloren hätten und der dann hier rausbricht dementsprechend, weil hier baut sich wieder eine Range auf, dann kommt wieder die Range-Variante, so nenne ich das jetzt einfach mal, tritt dann in Kraft, oder das Range-Szenario, so sagen wir es mal lieber, und dann wäre das dann so, dass ich hier erstmal progressionstechnisch abwarte, bricht er oben raus oder bricht er unten raus. Und so kommt man halt nicht in der Situation, dass man zu oft, zu häufig in so einem Seitwärts- oder Stabilisierungsrange-Phasen progressiert und da viel zu viel Magazin verwirft. Deswegen. Aber die Order wäre jetzt im Minus, denke ich mal. Erste Minute, zweite Minute, jawohl, die wäre im Minus. Je nachdem, wie man reingekommen, ja doch, die wäre im Minus, definitiv. Aber das sieht nach einem Breakout aus. Natürlich blöd, die Trendlinie ist natürlich ganz klein Gefahr. Das heißt, er kann hier hochgehen und mich dann wieder latzen und dann wieder runtergehen. Aber den Breakout versuche ich. Das wäre auch gleichzeitig dann der letzte Trade für heute, weil wir haben dann 20 Uhr. Und ich denke mal, danach wird es auch ein bisschen ruhiger. Aber ich denke mal, strategietechnisch habt ihr, denke ich mal, auch genug gesehen, sodass der ein oder andere es auf jeden Fall nachvollziehen kann. So dass er zumindest sich entscheiden kann, ist das was für mich oder ist das nichts für mich. Ich denke mal, das ist eine faire Aussage. Das Bodiamant zieht schon so blöd zusammen, aber. Ah, jetzt bin ich schon. Das war zu früh. Na egal. 2 Minuten Option. Hoffe ich, dass ich das jetzt richtig eingestellt habe. Jawohl. Hä? Achso, wollte gerade sagen. Schauen wir mal.
Robin, bezüglich das, was du gerade geschrieben hast, mit Gewinne fokussieren, was ich da gerade meine mit der Jackpot-Strategie, das findest du in der Tabelle auch und kannst du dir dann auch mal anschauen, kann ich dir gleich mal kurz zeigen, was ich meine, wenn der Trade gelaufen ist oder die Progression gelaufen ist. Aber sieht im Moment ja, doch Ausbruch, Pullback, Long eventuell. Hier der Ausbruch und gleichzeitig der Pullback und jetzt hier die Long-Variante. Ist aber noch die Trendlinie in Gefahr. Wenn er rausbricht, ist diese Trendlinie in Gefahr. Das heißt, hier muss ich auf jeden Fall schon mal einstellen. Das wird eine ganz knappe Kiste. Das heißt, wir sind bei 73%, das heißt 20 Euro. Auch wenn er jetzt so vielleicht das in erster Linie so aussieht, als wenn das locker ein Gewinntrade werden könnte, bereite ich mich trotzdem lieber vor, falls doch irgendwas passieren sollte. Also longtechnisch, ihr seht es hier, Stabilisierung abwarten, entweder oben ausbrechen oder unten ausbrechen. Er ist jetzt oben rausgebrochen, also habe ich die Long-Variante genommen. Und das wird wohl die richtige Entscheidung gewesen sein. Im Endeffekt, ich sehe jetzt keine große Sache, aber es funktioniert. Ja. Zack. Et voilà. Wie sagt man so schön? C'est attribué. So, die löschen wir vorhin nochmal, denn das wollen wir nicht machen. So, wie gesagt, 1119. Nicht so viel gemacht, aber halt viel gequatscht. Und ich denke mal, ihr habt heute einiges mitnehmen können. Ich hoffe, dass ich auch ein paar Trades zeigen konnte, wo es kritisch war und wie man die dann halt hätte managen können. Und im Prinzip ist ja auch alles ganz zufriedenstellend gelaufen. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt mir das ruhig, dann liked das in der Facebook-Gruppe, dann weiß ich wenigstens, okay, dass es euch gefallen hat, dass es was bringt. Und ich muss mal gucken, ich will, wie gesagt, die Forex-Reihe wegen der Binär-Option-Reihe jetzt nicht vernachlässigen. Aber tontechnisch scheint es doch heute funktioniert zu haben, oder? Da hätte ich jetzt aber gerne mal ein Feedback geben, wie das tontechnisch war. Ja, super. Weil das wäre natürlich klasse, wenn das jetzt nach wie vor langfristig hier auch funktioniert mit dieser Software. Denn wie gesagt, brauchen Sie nichts vormachen, sie ist günstig. Sie arbeitet da ihre, oder leistet das quasi, was er leisten soll. Sprich die Bildschirmübertragung und so weiter und so fort. Und wenn das alles funktioniert, ist doch alles gut. Okay, wenn ihr noch Fragen habt, gebe ich euch noch 5 Minuten Zeit und dann beantworte ich einige Fragen oder mache halt dementsprechend den Workshop zu. Euch zu Hause, da beenden wir jetzt auch dementsprechend das Video. 2 Stunden, ja, ganz passable Zeit, sonst waren es mal 3 bis 4 Stunden. ja, wenn es euch gefallen hat, liked das Video auf YouTube und freut euch schon mal auf die nächsten Workshops.